Würde ich vorschlagen, wir legen los, 14 Uhr pünktlich. Das habe ich auf jeden Fall gelernt oder das sind vielleicht die Vorteile von virtuellen Veranstaltungen. Es gibt keine Schlangen an den Garderoben oder keine Staus beim Einlass. Man kann tatsächlich pünktlich beginnen und man muss sogar auch pünktlich beginnen, habe ich mir sagen lassen, weil hier doch die Zeit noch ein bisschen anders tickt als bei einer Veranstaltung. Also in diesem Sinne, sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zum heutigen Webinar mit dem Thema Aktionäre in Deutschland nicht willkommen, Fragezeichen, was wir von der nächsten Legislaturperiode erwarten. Mein Name ist Katja Dofel. Ich war gerade noch tatsächlich physisch an der Stelle, die Sie jetzt hier im Hintergrund sehen, nämlich an der Börse und habe über den DAX gesprochen. Der DAX erfreut viele zurzeit. Es gibt ein großes Interesse an Börse, auch wieder unter den Kleinanlegern. Mal gucken, ob wir diesmal was draus machen können. Ja, also ich freue mich heute Nachmittag zunächst auf einem virtuellen Panel über das Thema Aktionärsrechte zu diskutieren und dann anschließend noch ein Gespräch zu führen über die ehrlichste Möglichkeit, ein Unternehmen tatsächlich zu bewerten, ein börsennotiertes Unternehmen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und das wollen wir dann nachher noch vertiefen. Und apropos Fragen, es soll natürlich nicht nur um meine und unsere Fragen untereinander gehen, sondern es soll auch um Ihre Fragen gehen. Der Chat ist freigeschaltet. Wir freuen uns sehr auf Rückmeldungen, auf Fragen, die wir dann natürlich während des Webinars auch aufgreifen werden und beantworten werden, so gut es funktioniert. Ich darf auch darauf hinweisen, dass wir ein sehr gemischtes Publikum haben. Es sind nicht nur Juristen hier unter unseren Zuhörern und Zuschauern, sondern es sind auch Banker, es sind Anleger, es sind Vertreter aus der Politik. Von daher bin ich sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen und Ihre sicherlich auch sehr, sehr unterschiedlichen Fragen. Aus technischen Gründen funktioniert das bei uns heute so, dass alle unsere Mitwirkenden zugeschaltet sind während der kompletten Dauer des Webinars. Allerdings, wenn Sie eben nicht dran sind, in Anführungsstrichen, also wenn Sie nicht zum ersten Panel gehören oder eben nicht zum danach folgenden Interview, dann werden Sie das Bild ausschalten. Aber Sie sind natürlich zugegen, Sie hören uns zu und Sie können auch noch Fragen beantworten. Ja, und deswegen möchte ich auch gleich zu Beginn die Gelegenheit nutzen und alle Mitwirkenden vorstellen hier heute Nachmittag, denn momentan sind sie alle zu sehen und ich bin mir sicher, wenn sein Name fällt, dann wird sich auch Heribert Hirte hier wieder mit Bild zuschalten. Ich fange mal an mit Robert Peres. Er ist Rechtsanwalt und Vorstandsvorsitzender der Initiative Minderheitsaktionäre. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer für die Rechte von Aktionären und damit auch für mehr Aktienkultur in Deutschland. Ich glaube, das darf ich so sagen. Herzlich willkommen, Herr Peres. Danke, ja. Ja, so, Herr Hirte ist gerade nicht da. Dann machen wir mal weiter mit Herrn Schmidt, Henrik Schmidt, Corporate Governance Experte bei der DWS. Er sagt, virtuelle Hauptversammlungen sind grundsätzlich in Ordnung, aber es muss einen interaktiven Austausch geben zwischen Aktionären und Vorstand. Bisher ist die virtuelle Hauptversammlung mit ihrem ungelenken Fragerecht eher so etwas wie eine Briefwahl. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Professor Hans-Ulrich Wilsing, Rechtsanwalt und Pater bei Linklaters, Experte für Aktien- und Konzernrecht. Er sagt, Rechte für Aktionäre sind wichtig, solange sie nicht von Einzelnen zum Nachteil des Unternehmens missbraucht werden. Und Martin Weimann, mein sozusagen Interviewgast für den zweiten Teil des Panels, er ist Rechtsanwalt und Autor der Studie Ertragswert und Börsenwert. Und ihn werde ich dann eben dazu befragen, welche Bewertung die ehrlichere ist bei einem Delisting, der Börsenwert eines Unternehmens oder sein Ertragswert. So, und Herr Hirte ist jetzt auch wieder da, dann stelle ich Sie auch vor, Herr Professor Hirte. Er ist Bundestagsabgeordneter für die CDU und Vorsitzender des Rechtsausschusses. Er sagt, die Praxis der virtuellen Hauptversammlungen zeigt deutlich, Aktionärsrechte werden vielerorts nur unzureichend berücksichtigt. Insbesondere einige Extrembeispiele seien ein Warnsignal. Seine, Ihre Forderung, Mitbestimmung, Teilhabe und Fragerecht der eigentlichen Eigentümer der Aktiengesellschaften sind grundlegend zu wahren. Herzlich willkommen, Herr Professor Hirte. Ja, nach einer langen Durststrecke, die mit dem Niedergang des neuen Marktes Anfang der 2000er Jahre begann, haben jetzt zumindest einige deutsche Anleger den Aktienmarkt wiederentdeckt. Im Jahr 2020 ist die Zahl der Aktionäre und Aktienfondsbesitzer um 20% gestiegen auf 12,35 Millionen Menschen,
die eben inzwischen in irgendeiner Form Aktien in ihrem Depot haben. Damit gibt es in Deutschland natürlich immer noch wesentlich weniger Aktionäre als zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien, aber möglicherweise ist das ein neuer Schritt in die richtige Richtung. Wichtig ist allerdings, Anleger natürlich von Spekulanten zu unterscheiden. Und hier kommen eben auch die Aktionärsrechte ins Spiel. Sind sie notwendiger Schutz für Aktionäre, die sonst nicht zu ihrem Recht kommen würden? Oder aber werden sie ausgenutzt von wenigen, die das System auf diese Art und Weise mit seinen eigenen Waffen ausnutzen wollen? Aktivisten, so heißt es in einer Studie von der Boston Consulting Group Anfang des Jahres, Aktivisten stehen in den Startlöchern, um sich auf deutsche Unternehmen zu stürzen. Und dabei spielen bekannte Namen eine Rolle, wie beispielsweise Elliott oder Cevian, die sich in Minderheitenbeteiligungen in die Konzerne einkaufen und damit ein Mitspracherecht sichern und dann eben auf Veränderung in der Strategie oder der Struktur der Gesellschaft drängen. Auf diesem Zug der Hedgefonds springen dann eben auch Vermögensverwalter und Investoren auf, die ähnlich gelagerte Interessen haben. Da finden sich dann eben dann doch einige zusammen. Was bedeuten nun diese Attacken für andere Aktionäre, aber auch für die Wirtschaft in Deutschland? Wie fit sind unsere Aufsichtsbehörden, aber auch Ministerien, Staatssekretäre und Regierungsmitglieder? Der Skandal um Wirecard deckt recht schonungslos auf, wie groß die Unbedarftheit ist und wie sehr sich auch eine Kanzlerin oder ein Finanzminister auf die Expertise aus den eigenen Reihen verlassen und möglicherweise zu wenig nachfragen. Die Fachpresse, einschließlich der Financial Times, scheint den Experten vorbehalten. Es hat zumindest weder die Kanzlerin noch der ehemalige BaFin-Chef noch der Finanz- oder Wirtschaftsminister die ausführlichen, detailliert recherchierten Artikel in der Financial Times zur Kenntnis genommen. Und da ist nun die Frage, was sagt das eigentlich aus über die Aktienkultur in Deutschland? Ja, und mit diesen Schlaglichtern möchte ich gerne das Wort übergeben an Robert Peres, der natürlich auch noch mal etwas sagen möchte zur Aktionärskultur hier in Deutschland. Herzlich willkommen nochmal und ich überreiche Ihnen das virtuelle Mikro. Vielen Dank, vielen Dank. Ich möchte etwas über das übergeordnete Thema heute sprechen. Sind Aktionäre in Deutschland nicht willkommen? Und ich beantworte die Frage auch gleich am Anfang, um sie nicht weiter auf die Folter zu spannen. Ja, meiner Meinung nach sind sie nicht willkommen, beziehungsweise es wird immer schwieriger für Aktionäre in Deutschland. Wie komme ich drauf? Ich fange mal so an. Die Entwicklung beim Aktienbesitz stagnierte ja seit Jahren. Lediglich 7% der Deutschen besitzen Aktien, trotz dieses kleinen Booms, der gerade jetzt in der Corona-Zeit passiert ist. Weitere 8% sind indirekt in Wertpapieren investiert durch Fonds und Versicherungen. Aufgrund der Pandemie haben wir ja kurzfristig einen Anstieg gesehen, wo vor allem jüngere Anleger in den Aktienmarkt eingestiegen sind, die neue Internetplattformen wie Trade Republic entdeckt haben. Dieser kleine Boom führte die Zahl der Aktienbesitzer, wie Frau Dofel gerade sagte, auf über 12 Millionen. Dies wird allerdings in meiner Ansicht nur kein nachhaltiger Trend sein, denn hier handelt es sich lediglich um opportunistische Anleger, die den schnellen Gewinn suchen. Beim nächsten Crash oder sagen wir mal lieber bei der nächsten Korrektur springen die meisten wieder ab. Die Vorgänge um die GameStop-Aktie zum Beispiel zeigen, welche Gefahren für unerfahrene Anleger lauern. Wir haben also in Deutschland immer noch eine sehr niedrige Aktienquote. Bekanntlich ist das in anderen Ländern wie in den USA und in Schweden anders. Dort wird der Staat den Bürgern die Möglichkeit, langfristig und steuerbegünstigt in Aktien zu investieren. Sie können damit eine wesentlich dynamischere Entwicklung ihrer Altersvorsorge bewirken. Warum nicht hierzulande? Zwar wurden in der Vergangenheit immer wieder politische Forderungen laut, Wertpapierbesitz zu fördern, beispielsweise auch durch Mitarbeiterbeteiligungen. Eine systematische Programmatik ist daraus aber nie geworden. Im Gegenteil. Die Riester-Produkte sind teuer und nicht praktikabel. Eigeninitiative wird behindert, indem Banken verpflichtet werden, Anleger zu durchleuchten und in Risikostufen einzuordnen.
Die steuerliche Behandlung von Aktien ist auch mehr als fragwürdig. Verluste aus Aktienveräußerungen dürfen beispielsweise nur mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen ausgeglichen werden. Sie sind also nicht auf andere Einkunftsarten anrechenbar. Das bedeutet, dass ein Verlust beispielsweise aus der Veräußerung von dann nicht mehr werthaltigen Wirecard-Aktien nur mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen verrechnet werden dürften. Nun plant Finanzminister Olaf Scholz seit einiger Zeit die sogenannte Finanztransaktionssteuer, die allerdings nur kleinere Aktienanleger treffen soll. Das ursprüngliche Ziel der Eindämmung von Derivat- und Sekundenhandel wird damit nicht erreicht. Es werden wieder mal nur die privaten Anleger belastet. Und wo ich jetzt gerade über Wirecard spreche, noch ein paar Worte dazu. Hier handelt es sich natürlich unzweifelhaft um den größten Finanzskandal der deutschen Geschichte. Ein Betrug eigentlich unfassbaren Ausmaßes. Schäden von ca. 20 Milliarden Euro sind entstanden. Leider in der Hauptsache bei den Aktionären. Wir sprechen aber auch von einem DAX-Unternehmen, einem Vorzeigeunternehmen im In- und Ausland. Endlich ein wichtiges Tech-Unternehmen, mit dem man Start machen konnte. Der derzeit stattfindende Parlamentarische Untersuchungsausschuss hatte letzte Woche den Finanzminister und die Kanzlerin geladen, um über ihre Rollen bei Wirecard befragt zu werden. Das Ergebnis? Alles richtig gemacht. Laut Scholz waren die Schutzmechanismen eben nicht ausreichend. Schade, aber wir sorgen jetzt dafür, dass es besser wird. Wirklich? Was wäre denn die richtige Lösung, wenn offensichtlich der Staat versagt hat, den Markt zu schützen? Durch das Leerverkaufsverbot und die Anzeigen gegen die Journalisten der Financial Times wurde dem Markt doch signalisiert, Wirecard ist sicher. Sicher wie die Rente bei Norbert Blüm. Ich persönlich bin auf der Seite derjenigen, die einen staatlichen Entschädigungsfonds befürworten, denn die Aufsichtsbehörden, insbesondere die BaFin, haben ihren Job nicht gemacht. Und das lag nicht daran, dass die gesetzlichen Vorgaben nicht ausreichten, um tätig zu werden. Der Abgang von Hufeld und Rögele zeigt doch, dass hier Pflichten verletzt wurden. Daher setzt sich die Initiative Minderheitsaktionäre auch dafür ein, dass die BaFin unter der neuen Leitung von Mark Branson sich ein Stück weit dem Gedanken des Anlegerschutzes anschließt, der, wie das bei der SEC in den USA auch ist. Nächstes Thema. Lassen Sie mich nun zum Thema Minderheitenschutz in der Aktiengesellschaft kommen. Wer sich also nicht von den soeben geschilderten Hindernissen davon abbringen lässt, direkt in ein Unternehmen zu investieren, sieht sich weiteren Beschwernissen bei der Gesellschaftsmitgliedschaft gegenüber. Sowohl Privatanleger als auch Kapitalsammelstellen, wie beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen, können oft nur wenig Einfluss auf Entscheidungen eines Unternehmens nehmen. Üblicherweise sind sie gegen den Mehrheitseigner in der Minderheit und dementsprechend bei wichtigen Entscheidungen der Unternehmensleitung, wie zum Beispiel bei einer angestrebten Fusion oder anderen Strukturmaßnahmen, im Nachteil. War es früher den Minderheitsaktionären noch möglich, durch Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen bestimmte geplante Strukturmaßnahmen gerichtlich nachprüfen zu lassen, ist das heute nach mehreren Gesetzesnovellen nur noch sehr eingeschränkt möglich. Insbesondere das UMAG, also das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts, brachte eine massive Verschlechterung der Mitspracherechte der Minderheitseigentümer. Das in 2005 in Kraft getretene Gesetz ersetzte das Anfechtungsrecht mit aufschiebender Wirkung zugunsten eines sogenannten gerichtlichen Freigabeverfahrens, an dessen Ende mit Glück ein Recht auf Schadensersatz steht. Ironischerweise sollte das Gesetz laut Regierung dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger in die Integrität, Stabilität und Transparenz der Aktienmärkte zurückzugewinnen. Jeder, der sich seither mit Rechtsstreitigkeiten aus diesem Gesetz beschäftigt, wird den orwellianischen Klang dieser Worte bestätigen. Denn natürlich ging es dem Gesetz nach meiner Meinung nicht um das Vertrauen der Anleger in die Integrität, Stabilität und Transparenz der Aktienmärkte, sondern darum, den Mehrheitseignern eine Möglichkeit des Durchregierens zu geben, ohne sich um die Einwände lästiger Kleinanleger zu kümmern. Der typische Einwand, die sogenannte rechtsmissbräuchliche Anfechtungsklage, hätte man nämlich mit einer niederschwelligen Quote leicht ausräumen können.
Das heute noch genutzte Spruchverfahren, welches Abfindungsangebote gerichtlich überprüft, steht auf dem Prüfstand. Um welche Größenordnung der finanziellen Entschädigung es für die verdrängten Aktionäre geht, das erfahren Sie nachher in dem Interview mit Martin Weimann. Wenn man übrigens über den Minderheitenschutz redet, darf man ganz kurz erwähnen, dass auch hier Deutschland im internationalen Vergleich der Weltbank nur so um den Platz 60 rangiert. Die Einschränkungen durch die virtuelle Hauptversammlung, die sind da noch gar nicht drin und die helfen da auch nicht. Die Umsetzung der EU-Aktionärsrechte-Richtlinien, also AROC 1 und 2, haben die strukturellen Mängel beim Aktionärsschutz nicht behoben. Als Lichtblick kann man das lange diskutierte Say-on-Pay sehen, das nun erlaubt, dass eine 5-prozentige Minderheit eine Überprüfung der Vorstandsvergütung einleiten kann. Viele mediale Berichterstattungen hatten in der breiten Öffentlichkeit großen Unmut bezüglich der hohen Vergütungen von Vorständen ausgelöst. Ich erinnere da zum Beispiel an Martin Winterkorn. Da war es politisch notwendig, ein Zeichen zu setzen, auch wenn es gegen reichlichen Widerstand durchgesetzt werden musste. Es ist gerade dieser Widerstand von Corporate Germany, der immer wieder verhindert, dass faire Lösungen für Minderheitsaktionäre gesetzlich zustande kommen. Es ist leider zu beobachten, dass dafür auch bezahlte Wissenschaft und Lobbying eingesetzt werden. Die Barrieren zwischen Großunternehmen und Politik verwischen immer mehr. Die größten Unternehmen in den USA haben die Parameter vom früheren Shareholder Value zum sogenannten Stakeholderism verschoben. Sie propagieren Positionen wie Mitbestimmung und Nachhaltigkeit als Unternehmenszweck. Nicht mehr, dass Investoren, also die Eigentümer, ihr Vermögen mehren sollen. Der Anleger bekommt eine Nebenrolle zugeordnet. Er darf gerne noch sein Kapital zur Verfügung stellen, sich aber bitte nicht in die als sozial wünschenswerte Unternehmenspolitik einmischen. Der Markt wird da außer Kraft gesetzt. Die allgemeine Entwicklung auf den Finanzmärkten bestätigt diese Sicht. Quantitative Easing, also die Geldlockerungspolitik, macht es für globale Unternehmen kaum mehr wichtig, sich von privaten Anlegern finanzieren zu lassen. Dazu kommen die weltweiten Steuervermeidungsstrategien der Googles, Facebooks und Apples dieser Welt, die ihnen eine unfassbare starke Position erlaubt. Das ist alles politisch gewollt, zumindest nicht verhindert. Da es keine Zinsen mehr gibt für Sparer, ist die Flucht in die Aktienanlage fast zwangsläufig. Es gibt kaum eine nennenswerte Alternative mehr. Wer nicht am Aktienmarkt tätig ist, kann heute kaum noch Wert bilden. Zwar boomt der Immobilienmarkt, hier sind aber die Einstiegshürden wesentlich höher und es mangelt an Flexibilität. Vieles bewegt sich auf eine geldvernichtende Blase hin, nur weiß keiner, wann das passiert. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass der Anleger entbehrlich geworden ist. So richtig braucht ihn keiner. Die Ausgangsfrage, sind Aktionäre in Deutschland nicht willkommen, kann also als allgemeingültig bejaht werden. Das ist nicht nur bei uns so, sondern leider ein globaler Trend. Trotz dieser Erkenntnis wäre es nicht zu viel vom deutschen Gesetzgeber verlangt, diesem Trend entgegenzuwirken. Vielen Dank. So, der klassische Videokonferenzfehler, das Mikrofon war nicht an. Also vielen herzlichen Dank, Herr Peres. Den Applaus müssen Sie sich vorstellen, den hätten Sie natürlich auf jeden Fall bekommen, wenn wir alle in einem Raum gesessen hätten. Vielleicht kommt nicht. Das ja dann auch irgendwann wieder vor. Vielleicht noch mal eine kurze, konkrete Frage. Wie sieht es aus für die Wirecard-Aktionäre? Denken Sie, dass die noch auf eine kleine Entschädigung hoffen können oder sollten die sich tatsächlich lieber einem anderen Hobby zuwenden? Naja, aus der Masse kommt nichts. Das ist schon mal völlig klar. Die Privatvermögen des Managements, die sind nicht auffindbar. EY, also die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, kann man verklagen. Die werden auch verklagt, aber da gibt es ja auch Grenzen. Ich glaube, das wird da irgendwie bei 4 Millionen Euro liegen. Die sind da sozusagen, das ist gecapped. Und Staatshaftungsklagen sind auch möglich. Die werden auch von verschiedenen Kanzleien gefahren. Auch Sammelklagen
von der Kanzlei Tilp zum Beispiel. Das hat man vielleicht gelesen, wo Kollege Tilp ja leider vor kurzem verstorben ist. Diese gehen aber weiter. Aber natürlich, das Problem ist ja, es ist nichts mehr da. Die Schäden, das Geld hat sich ja vaporisiert, der Börsenwert ist weg und alle anderen Assets auch. Insofern, wie ich ja gesagt habe, also ich kann mich erinnern, da gab es, glaube ich, bei Thomas Cook gab es mal das Thema, dass der Staat einen Fonds eingerichtet hat für die geschädigten Thomas Cook-Kunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch möglich wäre in diesem Fall. Es ist natürlich eine viel höhere Summe, um die es da geht. Aber gerichtlich muss man sehen. Also ich würde auf jeden Fall nicht aufhören, Klagen zu führen, aber die Aussichten, da was rauszuholen, die sind nicht besonders gut. Ja, das ist sicherlich eine schwierige Situation, vor allen Dingen, weil man natürlich auch sagen kann, okay, wenn ich an der Börse investiere, muss ich auch einkalkulieren, dass ich einen Verlust erleide. Ob ich das unbedingt muss, wenn ich eine Reise buche, das ist nun eine andere Frage. Aber völlig klar, es gäbe doch da einige Möglichkeiten, sich als Staat doch auch irgendwie schützend hinter die Aktionäre zu stellen, die diesem Betrug letztlich aufgesessen sind und die teilweise ja wirklich gravierende Verluste erlitten haben, natürlich immer je nachdem, wie viel man investiert hatte. Ja, zumal die BaFin, wenn ich noch sagen darf, zumal die BaFin ja eigentlich schon eine Schutzfunktion hat und das Gegenteil von dem gemacht hat, was man eigentlich erwarten sollte. Absolut. Also das Ignorieren der Fachpresse, beziehungsweise Fachpresse, es ist ja noch nicht mal Fachpresse. Financial Times ist nicht in dem Sinne Fachpresse. Es ist eine internationale Wirtschaftstageszeitung. Und da kann man vielleicht schon erwarten, dass der eine oder andere in dieser Position die einfach mal zur Hand nimmt. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich darf Sie nochmal einladen, auch tatsächlich in den Chat zu schreiben. Und ich würde sagen, dann gehen wir so direkt mit dieser Steilvorlage in das erste Panel rein. Hendrik Schmidt, Professor Hirte und Professor Wilsing kommen jetzt sozusagen auf die virtuelle Bühne zu mir. Und wie gesagt, Ihre Fragen gerne bitte in den Chat. Und ich würde gerne anfangen mit Herrn Professor Wilsing. Ich habe schon gesehen in der Zwischenzeit, weil vielleicht ist es ja nur interpretiert, aber ich sehe so ein paar dunkle Wolken auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob er mit allem einverstanden war, was jetzt da so gesagt worden ist. Also Herr Professor Wilsing, wie ist Ihre Meinung? Sind Aktionäre in Deutschland willkommen und hinreichend sicher und geschützt mit ihren Investments oder ist das tatsächlich nicht der Fall? Also vielen Dank, Frau Dofel. Ich bin mit vielem, aber fast mit dem meisten, was Herr Peres da vorgetragen hat, natürlich klar interessengesteuert und auch bewusst so ein bisschen zugespitzt, bin ich völlig einverstanden. Es gibt diesen weltweiten Trend, Themen auf Kosten der Anleger so ein bisschen zu verallgemeinern, ESG-Themen, die dann dem Einfluss der eigentlichen Eigentümer entzogen werden. Das ist ein ärgerlicher Trend, aber eben auch ein weltweiter Trend. Insofern ist das nichts Deutschland-Spezifisches. Ich glaube, in Deutschland kann man schon sagen, also zumindest jetzt aus meiner Sicht, aus der unternehmensberatenden Sicht, kommen wir von einer sehr minderheitenfreundlichen Gesetzgebung, die einer bestimmten Gruppe von Profis viele, viele Jahrzehnte ermöglicht hat, das Beschlussmängelrecht zu missbrauchen und damit die Unternehmen wirklich zu piesehacken und auch wirklich zu blockieren. Und das ist, Herr Peres hat es ein bisschen aus seiner Sicht dargestellt, das ist eingefangen worden durch mehrere kleine ineinandergreifende Gesetzgebungsvorhaben, unter anderem UMAG und ARUG auch. Aber wir sind jetzt in einem Zustand, mit dem die Unternehmen gut leben können. Das ist kein rechtsfreier Raum. Die Unternehmen müssen sich weiterhin mit Beschlussmängelklagen umschlagen und auch nicht jedes Freigabeverfahren geht durch. Die Anfechtungsklage ist aus guten Gründen nicht von dem Quorum abhängig. Das würde ich zum Beispiel nicht befürworten. Ich bin der Meinung, dass ein Aktionär mit ein oder zwei Aktien genauso eine Anfechtungsklage führen muss wie ein Großaktionär, wenn er den Finger in die Wunde legt. Ich glaube, es ist von der Hygienefunktion nicht gut, das mit einer Quote zu belegen. Diese Funktion, die sollte nicht eingeschränkt werden. Deswegen bin ich kein Freund von Gesetzgebungsinitiativen, das Beschlussmängelrecht weiter einzuschränken. Der jetzige Zustand ist gut, der ist eingeschwungen. Diesen massenhaften Missbrauch gibt es nicht mehr. Die jetzigen Anfechtungsklagen, an denen ist größtenteils was dran, mit denen muss sich ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen auseinandersetzen. Und von daher ist meine größte Befürchtung die ja in dem Eingangsstatement angeklungen ist, was kommt da politisch in den nächsten Jahren?
Und da befürchte ich zwei Dinge. Einmal eine weitere Politisierung des deutschen Aktienrechts, indem da so Social Engineering auf Kosten des deutschen Aktienrechts gemacht wird. Hier noch eine Quote, da noch eine Quote, hier noch ein bisschen was an Berichten. Alles unter dem Deckmantel Transparenz ist großartig. Zu viel Transparenz bringt gar nichts mehr. Und das Zweite ist bei der Umsetzung von EU-Richtlinien, die ja auch den deutschen Aktionär mehr entrechten, weil da eben Dinge umgesetzt werden, die er nicht mehr bestimmt, auch nicht mal mehr sein nationaler Gesetzgeber, dass der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung von Richtlinien regelmäßig Goldplating betreibt. Das heißt, er will der Beste sein, er will der Musterschüler sein und er setzt nicht nur die Richtlinie um, sondern er übererfüllt immer, er legt immer noch was drauf, er verschärft es, während andere nationale Gesetzgeber, sagen wir, das Mindestmaß tun, um ihre heimische Wirtschaft nicht abzuwürgen. Wenn das ist meine größte Befürchtung. Ich glaube, der jetzige Zustand ist gut, ist in Ordnung. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die digitale HV eine Notlösung ist. Ich bin kein Freund davon. Ich freue mich, wenn wir wieder in die Präsenz-HV zurückkommen. Das ist der natürliche Austausch. Und ich kenne auch viele Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzende, die sagen, okay, das ist bequem jetzt hier, das Digitale. Es ist schön, weil das nicht, da müssen wir uns mit nichts mehr rumschlagen. Da kommen keine Anträge und nichts. Wir wissen vorher schon, wie das abläuft. Man kann nur zwischen Kaffee trinken. Aber der richtige Austausch mit den Aktionären, mit den Eigentümern ist es nicht. Und selbst wenn man nur diese anwesenden Aktionäre als kleinen Ausschnitt des Aktionärsportfolios begreift und weiß, dass die großen Aktionäre natürlich schon vorher ihre Stimme abgegeben haben, ist es doch für viele Organmitglieder wichtig, mal vor ihre Eigentümer auch physisch zu treten. Das ist der Austausch, den Hendrik Schmidt völlig zu Recht immer wieder betont. Von daher finde ich die Lage nicht dramatisch. Ich fürchte, wie gesagt, in der Zukunft eine weitere Politisierung und dieser Trend, dieser unheilvolle deutsche klassenbeste Trend zur Übererfüllung bei der Umsetzung von Richtlinien. Das sind für mich die größten Bedrohungen. Da wollen wir gleich noch ein bisschen reinschauen. Noch eine kurze, konkrete Frage. Wie stark hat der Wirecard-Skandal Ihrer Meinung nach den Finanzplatz Deutschland beschädigt? Also das ist eine starke Erschütterung des Vertrauens in die Funktionsfähigkeit, vor allem der Überwachungskörper, die wir im deutschen Kapitalmarkt haben. Es ist aber natürlich ein besonderer Fall, aber es sind immer besondere Fälle, die Bad Laws hinter sich ziehen. Gegen derartig viel kriminelle Energie, wie sie hier wohl offensichtlich am Werke war, kann man sich schlecht schützen. Aber das sehen wir jetzt auch bei den Impfkampagnen. Wir sind ein sehr bürokratisches Land. Jeder achtet darauf, dass er nicht zu früh selbst Verantwortung übernimmt. Man schiebt Verantwortung gerne weg. Die Wirtschaftsprüfer sind, Herr Peres hat es angedeutet, wahrscheinlich hier die einzige Deep Pocket. Deswegen wird ja auch politisch im Augenblick probiert von Herrn Scholz und den SPD-Leuten, so ein bisschen durch Durchstechen von Untersuchungsergebnissen und so die Wirtschaftsprüfer in den Fokus der bewussten und vielleicht sogar vorsätzlichen Falschprüfung reinzudrängen. Dann gibt es nämlich eine Direkthaftung gegenüber jedem Anleger. Und dann greift auch keine Haftungsobergrenze mehr. Dann ist Polen offen. Und dann hat EY ein riesiges Problem. Ne? Und man hat so das dumpfe Gefühl, das so wahlkampfpolitisch, um von sich selber abzulenken als Chef der Aufsicht, dass so ein bisschen gesagt wird, sag mal, hier sind doch die EYs, die haben viel Geld und eigentlich für uns sieht das fast schon aus wie Vorsatz. Das ist ganz schön hart, ne, dass die da wirklich vor die Mauer führen. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wirtschaftsprüfer bewusst falsch testieren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Warum sollten die das tun? Ich sehe da keine Veranlassung, außer sie würden direkt wirtschaftlich profitieren. Auf der anderen Seite habe ich Verständnis dafür, dass ein WP sich schwer tut, ein hochgehyptes deutsches Paradeunternehmen, und das war Wirecard bis kurz vor Insolvenzjahr, einfach mal dort die Testate einzuschränken. Das überlegt sich ein WP sehr gut. Es gibt auch eine Haftung wegen solcher Geschichten gegenüber dem Unternehmen. Und man, das müsste man zumindest mal im Hinterkopf haben. Das ist nichts, was man so leicht mal tut. Ich meine, wir haben jetzt alle als beratende Anwälte in dieser Saison das Problem gehabt, dass alle WPs extrem sensibel waren, dass wir in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Nachuntersuchungen, Risk Reassessments hatten, dass also die WPs gesagt haben, nein, den Abschluss kriegen wir nicht rechtzeitig hin, wir müssen hier möglicherweise einschränken. Das heißt, da spürst du die Auswirkungen von Wirecard ganz gewaltig. Mhm. In der gestiegenen Nervosität der WPs ist ja auch vielleicht richtig. Nur ist es oft so, dass die Unternehmen die Leidtragenden sind, weil die WPs nun in so einer Art Angststarre sind, ne, und hinter jedem Busch einen Indianer sehen, ne, soweit man dieses Bild überhaupt noch verwenden darf heute.
Also ich will nur sagen, die Auswirkungen sind vielfältig und vor allen Dingen das Vertrauen in das Funktionieren der Überwachungskörper, das ist, glaube ich, erschüttert. Jeder weiß, dass man gegen Betrug wenig machen kann. Ob da jetzt der personelle Austausch groß was ändert am Verhalten der BaFin, mal gucken. Aber wo ich es jetzt an meiner Front am meisten spüre, ist die extreme Nervosität in der Zusammenarbeit mit den BPs, was ich auch gut verstehen kann. Ne? Und das hat bei vielen Unternehmen in den letzten Wochen eine Menge Schweiß auf der Stirn gebracht, weil ich die Abschlüsse so ganz kurz vor der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse noch gerade in trockene Tücher gesetzt worden sind. Ne? Ja, schwierige Situation auf jeden Fall. Herr Schmidt, ich würde gerne bei Ihnen weiterfragen. Wie schätzen Sie die Lage für Aktionäre in Deutschland ein? Also einerseits für diejenigen, die ja aus dem Ausland kommen. Es heißt ja auch immer, der DAX gehört eigentlich den Ausländern und die Deutschen profitieren überhaupt nicht von der eigenen Wirtschaftskraft, die sie im Land haben. Also einerseits für die Profis im Inland und im Ausland, aber dann auch für die Kleinanleger, die sich tatsächlich herantrauen ans Aktiensparen. Wie ist deren Situation einzuschätzen? Werden die genügend geschützt? Also ich denke, ganz grundsätzlich muss man da ein bisschen unterscheiden über verschiedene globale Entwicklungen, die sich im Laufe der letzten Jahre einfach auch noch verstetigt haben. Und gerade dieser ganze Trend, oder nicht Trend, aber die Entwicklung im Bereich der passiven Investments, sprich also der ETFs, die auf entsprechende Indexreplizierung abbilden, da kommen wir ja ganz automatisch dann in die Diskussion. Ja, der DAX gehört zu XY% mittlerweile BlackRock oder was auch immer. Das ist ja immer so ein Schlagwort, aber was steckt dahinter? Ja, wenn ich halt als Asset Manager 9 Billionen irgendwie mittlerweile verwalte und davon 80% in passiven Strukturen habe und damit aber jeweils dann auch länderspezifisch entsprechende Indizes abbilde, dann ist das völlig logisch, dass das passiert. Die Situation in Deutschland in Bezug auf eine gesunde Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt ist historisch begründet. Die DWS, Herr Peres hatte es vorhin gesagt, gegründet als Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen 1956, als Zusammenschluss gegründet von mehreren Frankfurter und deutschen Bankhäusern, um überhaupt eine Möglichkeit für ein breiteres Aktiensparen und an der Stelle durch das Fondssparen nicht auf Einzeltitel bezogen, für Kleinanleger eine Möglichkeit zu bieten, hier ebenfalls zu investieren, glaube ich, ist an der Stelle auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen. Dass wir hier in Deutschland eine Aktienkultur haben, die sehr zurückhaltend war, die sicherlich auch durch sogenannte Volksaktien dann Einbrüche erlitten hat und dass das Vertrauen, was sich da über die Jahre aufgebaut hat, relativ schnell auch wieder zerstört wurde. Mit der Situation sind wir konfrontiert. Ich würde gerne auf einen Aspekt, den Herr Wilsing eben angesprochen hat, aber nochmal direkt eingehen. Die Abkehr vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Value. Ich denke, in Deutschland sind wir mit der sozialen Marktwirtschaft, mit einer eher konsensorientierten Form der Wirtschaftsführung ja immer darauf bemüht gewesen, den Einklang zu finden oder zumindest die Einigung hier zu finden. Die konfrontative Haltung, wie beispielsweise ja auch in Frankreich sich Unternehmensführung und Mitarbeiter gegenüberstehen, das haben wir ja versucht, immer im Sinne eines anfangs rheinischen Kapitalismus soweit zu verhindern. Insofern glaube ich, ist das jetzt kein Trend, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern das ist etwas, was wir völlig selbstverständlich kennen. Das ist ein sehr krasser Gegensatz zu dem in den USA oder in UK auch vorherrschenden Blick auf den Kapitalmarkt. Insofern glaube ich, müssen wir davor gar nicht so große Angst haben. Denn dieser Trend oder diese Entwicklung soll ja den nachhaltigen Erfolg der Unternehmen weiterhin sicherstellen. Das heißt, eine Risikoabschätzung darüber treffen, welche künftigen Risiken müssen heute berücksichtigt werden. Das Thema Klimaschutz ist ein Aspekt. Der sozialverträgliche transformatorische Wandel in eine, nennen wir jetzt mal Industrie 4.0 oder 10.0 oder welches Update wir gerade haben, das muss ja immer auch mit Menschen passieren. Und wenn wir sonst nämlich Gefahr laufen, dass wir gesellschaftliche Friktionen haben, weil es diejenigen gibt, die gut ausgebildet sind, die ihr Geld auch für sich arbeiten lassen können und denjenigen, die halt im Niedriglohnsektor wirklich an der Existenzgrenze im Endeffekt leben, die werden sich mit dem Thema Aktiensparen überhaupt nicht beschäftigen können. Das sieht man auch, wie die Sparquoten teilen. Also insofern, da muss man sehr genau gucken, wer ist in Deutschland überhaupt ansprechbar dafür? Das Thema Fondssparen ist, glaube ich,
für einen bisher noch nicht informierten Kapitalanleger an der Stelle immer noch die beste Möglichkeit, sich zu beteiligen. Denn, und da habe ich neulich auch wieder Reportagen gesehen, wer alle Eier in einen Korb legt, der darf sich dann auch nicht wundern, wenn dieser Korb fällt und alle Eier zerbrochen sind. Ich glaube, das Thema Diversifikation muss einfach etwas sein, was dann auch dem Kapitalanleger, der sich darauf einlässt, bewusst sein muss. Und insofern, ja, die Börse ist ein Ort, an dem es sowohl rauf wie auch runtergehen kann. Und das jeder, der sich beteiligt, auch entsprechend verstehen. Interessanter Punkt, da kommen wir auch nochmal drauf zurück später. Nun ist aber die Frage, weil Sie sagen ja natürlich nicht alle Eier in einen Korb, weiß man eigentlich, aber trotzdem kommen ja eigentlich die Emotionen und die Begehrlichkeiten ja immer über ganz gewisse Schienen, ja, also Stichwort GameStop, Stichwort Tesla, Stichwort Wirecard, ja, das und dabei ist das noch gar nicht alles in einen Korb zu werfen, ja, GameStop ist nochmal eine ganz andere Dimension als eben eine Wirecard oder eben auch als eine hochbewertete Technologieaktie. Aber welche Rolle spielen dann eben die Spekulanten, die es ja auch überall gibt, für die Märkte und auch für die Aktienkultur? Wie problematisch ist das oder gehört es einfach dazu? Also da beziehe ich mich gerne auch auf das, was Sie eingangs sagten. Sie haben ein paar Namen genannt, die muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber die sogenannten Aktivisten möchte ich ganz klar nochmal unterscheiden von den aktiven Investoren, wie sich die DWS auch versteht. Wir sind langfristig nachhaltig orientiert, vertreten Millionen von Kunden und müssen an der Stelle natürlich auch eine entsprechende Risikostreuung Wert legen. Das ist völlig klar. Aktivisten haben ein deutlich fokussierteres Portfolio. Die haben die Möglichkeit, 3% an einem Unternehmen zu erwerben mit einem auch jetzt nicht auf 15 Jahre angelegten Investitionshorizont, sondern auf einen vielleicht 3 Jahre Geldinvestitionshorizont. Und wenn sich dann eine Unternehmensverwaltung beschwert, dass einer von den Ihnen genannten Namen sich investiert hat und jetzt auf massive Veränderungen drängt, dann finde ich, ist es wichtig, sich mal zurückzusetzen und mal zu überlegen, was haben mir denn meine bisherigen langfristigen Investoren eigentlich in den vergangenen Jahren gesagt? Denn sind wir mal ganz ehrlich, die Einfallstore für Aktivisten sind in Deutschland jetzt nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das ist über Jahre hinweg entwickelt worden. Das sind Defizite in der Corporate Governance, das sind Cashpiles gewesen, das sind Konglomerate gewesen, das sind nicht aufgearbeitete Compliance-Fälle gewesen. Also da muss man auch mal überlegen, was einem vielleicht ein Investor wie die DWS in den vorigen Jahren immer wieder angemahnt hat, öffentlich und auch in den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand. Und wenn es da keine Bereitschaft zur Veränderung gibt, dann darf ich mich als Unternehmen nicht wundern, wenn dann auch ein anderer Fonds, der eben nicht auf diese Langfristigkeit guckt, sich einkauft und dort auch Möglichkeiten sieht, in erster Linie für sich Wert zu schaffen. Wie Nachhaltigkeit diese Wertschöpfung ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Insofern, ja, die sind Teil dieses Ökosystems, aber die Themen, um die sie sich kümmern, sind nicht exklusiv, sondern die sind teilweise schon lange bekannt. Und als Investor mit einer entsprechend langfristigen Orientierung und einem Investitionshorizont und auch einer Verantwortung, ich meine, wir haben Schwergewichte im DAX. Da können Sie nicht sagen, in die investiere ich nicht. Ja, also ein Unternehmen mit einer entsprechenden Marktkapitalisierung, das können Sie ja nicht ignorieren, sondern da sind Sie ja genauso auch verpflichtet, dann mit dabei zu sein. Und wir als DWS nehmen unsere Bestandteile oder unsere Beteiligungen auch immer als Anlass, auf Veränderungen in Unternehmen hinzuwirken. Dass das nicht von heute auf morgen geht, auch völlig klar. Aber da muss man sich einfach auch überlegen, was passiert denn, wenn Dinge über Jahre hinweg angesprochen werden, sich nichts ändert. Das Thema Unabhängigkeit im Aufsichtsrat ist genauso ein Thema, ja. Wenn ich nur ehemalige Vorstände, Großaktionärsvertreter und langjährige Aufsichtsratsmitglieder da vertreten habe, dann muss ich mich als Minderheitsaktionär nicht wundern, dass meine Interessen an der Stelle aus dem Blick kommen. Und auch da gibt es noch genug zu tun. Ja, vielen Dank. Interessantes Statement. Herr Professor Hirte, würde ich gerne mal direkt an Sie so weiterleiten. Ist es tatsächlich so, dass ich sage jetzt mal, oder ich versuche es in meinen eigenen platten Worten zusammenzufassen, dass die Spekulanten und Aktivisten sich hier breit machen konnten, weil es letztlich die Möglichkeit dazu gab im deutschen Kapitalmarkt und es ist nicht genügend verhindert worden?
Wie sieht die Politik das? Ja, das ist natürlich jetzt sozusagen auf den Punkt gebracht. Und ich würde genauso auf den Punkt antworten. Ein Wort, was mir in der ganzen Diskussion bisher fehlte, war das Thema Kapitalmarktinformation. Und da hat sich im Kapitalmarkt so viel verändert, wie sich auch in der politischen Information geändert hat. Wir haben natürlich durch die verschiedenen sozialen Medien und andere Netzwerke inzwischen auch Möglichkeiten, an Informationen heranzukommen, an die man in der gleichen Weise vor 5 oder gar 10, 15 Jahren überhaupt nicht herangekommen sind. Und das gibt natürlich eine Hebelwirkung, auch für Aktivisten, auch für Spekulanten, die dann erst in einem zweiten Schritt in das langfristige Engagement übergeht. Und ich glaube, das ist in der Politik deshalb nicht wahrgenommen worden, weil da hat Herr Peres mit seinen Eingangsbemerkungen sicher recht. Deutschland auch heute noch kein Land der Aktionäre ist, sondern eher vielleicht, sage ich mal, der mit der Rentenversicherung, mit der Beamtenpension vertrauten Menschen. Ich selbst bin auch im Hauptberuf Beamter oder jetzt beurlaubter Beamter. Ich kann das also durchaus auch aus ambivalenter Perspektive sagen. Was dann wiederum natürlich auf alte Fragen zurückgeht, wie die Rentenversicherung, die Altersvorsorge strukturiert ist. Die ist bei uns altersstrukturiert. Und jetzt langsam erst ändert sich das, weil wir merken, dass wir mit der normalen Rentenversicherung, auch mit der Alterung der Gesellschaft, auch auf alternative Anlagen schielen müssen. Deshalb eben auch die Investition in die Aktie eine größere Rolle spielt. Aber Wirecard wurde ja auch schon angesprochen. Ist das ein Riesenskandal? Ja, es ist ein Riesenskandal. Es ist ein Riesenskandal. Aber ganz kurz mal, Professor Hirte, bevor wir auf Wirecard kommen, habe ich ja auch noch eine Frage dann für Sie dazu. Aber wie verstehe ich das? Ist das jetzt gut mit mehr Information oder ist es schlecht mit mehr Information? Grundsätzlich ist ja mehr Transparenz immer wünschenswert. Es ist ambivalent. Es ist nämlich so, dass die einen Informationen rauskommen, dass natürlich Leute die Informationen nutzen zum Schaden und zum Nutzen der Unternehmen. Und das überhaupt zu thematisieren, das ist in dieser Weise nicht passiert. Und mein Hauptproblem eigentlich mit Wirecard, auch mit der Aufarbeitung, weil das auch gerade in der Zeit, die jetzt mit dem Fisk und mit dem Untersuchungsausschuss noch gar nicht möglich ist und war, ist, dass über diese Frage noch gar nicht richtig nachgedacht wurde. Da geht es ja nicht nur um die Informationshaftung von Unternehmensorganen. Wir haben das ja auch bei GameStop gesehen. Sondern es geht um die Frage überhaupt, wer kann Informationen beeinflussen, wer kann Informationen unterdrücken und damit natürlich den Kurs nach oben und nach unten treiben. Da ist ein große, da haben sich Dinge völlig verändert und zwar auch das Bewusstsein verändert. Und das ist das, was natürlich Einfallstor zum Guten und zum Schlechten für die entsprechenden Investoren gibt. Denn wir haben ja, Herr Schmidt hat das ja eben gesagt, eine ganze Reihe von Gründen, warum solche Investoren investieren, weil sie entweder das Gefühl haben, dass die Corporate Governance nicht in Ordnung ist, dass sie das Gefühl haben, dass ein Fehler gemacht wurde, der vielleicht dann ein Fehler ist, aber vielleicht auch kein Fehler ist und dass natürlich damit größeren Hebeln gearbeitet wird. Und diese größeren Hebel sind das, was ich beobachte, was wir in der Politik, Stichwort Extremismus, letztlich auch auf der Basis ähnlich funktionierender Informationskanäle sehen. Da politisch darauf zu reagieren, ist sehr schwierig, weil wir damit natürlich auch das Bewusstsein für die Frage, was ist veritable Information, auch verändern müssen. Und je mehr Leute dann auch in billigeren Aktienmärkten investieren, jenseits der klassischen Banken und dann auch ohne Beratung, die ja wiederum ihrerseits Geld kostet, desto eher ist natürlich auch das Potenzial, Kursveränderungen jetzt herbeizuführen, und zwar nach oben wie nach unten. Das haben wir bei Wirecard erst nach oben und am Ende nach unten erlebt. Und, aber was kann denn dann die politische Antwort auf diese Informationsflut sein? Völlig klar, die wird ausgenutzt und ich denke gerade mit der GameStop-Situation in Amerika, mit den Foren, auf denen man sich zusammengefunden hat und spekuliert hat, hat das natürlich einen Höhepunkt erreicht. Was kann eine mögliche politische Antwort darauf sein? Eine der möglichen Antworten ist letztlich eine Art, sage ich mal, Marktbeobachtungsstelle, die dann nur bei der BaFin liegen kann, die letztlich das beobachtet, was die Grundlage des Leerverkaufsverbots war, das ja bei Wirecard ausgesprochen wurde. Diese Dinge werden aber nicht in der Weise beobachtet und offensichtlich wurden sie nicht in der Weise beobachtet, dass dann, sage ich mal, ausgewogene Entscheidungen auf dieser Grundlage getroffen werden können. Und wenn das nicht passiert, dann werden natürlich Anleger in die Irre geführt und das führt zum Vertrauen der Anleger in die auch, sage ich mal, langfristige Investition. Und da die kurzfristige Investition ja die mittel- und langfristige Investition hebelt, haben wir an dieser Stelle meines Erachtens ein Problem. Aber jetzt bei Wirecard, um das noch auch aufzugreifen, wir sehen bei Wirecard 10 Milliarden Euro Schaden, wenn ich mal nur den Primärschaden denke. Ich habe das mal gesagt, das ist etwa das Dreifache dessen, was als Schaden durch Ladendiebstähle in Deutschland passiert. Aber der Aufschrei über Wirecard ist deutlich leiser als der über die Ladendiebstähle. Und das zeigt, weil wir kein Land von Aktionären sind und das aus vielleicht auch historischen Gründen und auch schon angesprochen an anderen Gründen, ist natürlich auch die Sensibilität dafür nicht da. Und werden wir natürlich auch im internationalen Vergleich darauf angesprochen, dass das, was hier passiert ist, was ja vielleicht auch eine Art, sagt zu sein, eine
eine Closed Community war, die dazu geführt hat, dass die Dinge nicht so kontrolliert wurden, wie sie hätten kontrolliert werden können, dass das auch jetzt beseitigt wird und ich hoffe, dauerhaft beseitigt wird. Das ist ein Teil des Problems. Und wenn wir auf die steuerlichen Punkte, das sind ja noch eine ganze Reihe Punkte auch angesprochen worden. Aber stopp, ich würde noch mal gerne kurz eingehen. Herr Professor Hirte, ist denn die BaFin jetzt besser aufgestellt oder wo war denn da eigentlich die offene Flanke? Ist das behoben jetzt? Also ist ein weiterer Wirecard-Skandal damit jetzt eigentlich ausgeschlossen? Das wissen wir nie im Vorhinein, weil die Skandale natürlich immer nur rückwärts aufgearbeitet werden. Die Tatsache, dass wir die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung abschaffen werden, die eine Art Selbstkontrollmechanismus war und bei dem wir wissen und seit den Vernehmungen in der letzten Woche auch bestätigt wissen, dass eine wirkliche Kontrolle dieser Selbstkontrollinstitution nicht stattgefunden hat, ist ein deutliches Zeichen. Die Zusammenarbeit, die letztlich am Gesetz vorbei zwischen Staatsanwaltschaften und Telefonate, zwischen Staatsanwaltschaften und bestimmten Behörden und letztlich indirekt den Anwälten von Wirecard und der BaFin stattgefunden haben, die machen mir große Sorge. Das sind keine Fragen der gesetzlichen Regelung, sondern des Verständnisses der Anwendung dieser Regelung. Und da muss man genauer hinschauen. Ich hoffe, dass das in der Zukunft passiert. Sicher sagen kann ich auch das an dieser Stelle nicht. Und mir macht andererseits Sorge, das wurde schon angesprochen, wenn wir die Wirtschaftsprüferhaftung ansehen. Ja, das ist die einzige Deep Pocket. Wir sind dabei, die Wirtschaftsprüferhaftung zu reformieren. Da gab es ja auch schon die einige andere Information, wie man das machen könnte. Sicher ist aber andererseits auch, wenn wir die Wirtschaftsprüferhaftung so reformieren, dass in jedem Falle eines solchen Schadens die entsprechende Prüfungsgesellschaft pleite geht, dann hat niemand etwas davon. Deshalb brauchen wir da aus meiner Sicht jedenfalls eine differenzierte Lösung. Und andererseits auch, das ist völlig klar, wir sind im Kapitalmarkt auch in einem schadensträchtigen Geschäft. Ich habe das eben mit Interesse, ich kannte ja die Überlegungen schon, mit Interesse vernommen, dass wir einen Ausgleichsfonds schaffen müssen. Wir haben das gerade gemacht mit Thomas Cook für die Reisesicherung. Da sind wir dabei, das zu etablieren. Ein solcher Fonds kostet Geld, der muss natürlich an einer Stelle auch bespeist werden. Ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, da habe ich jedenfalls Zweifel. Also, ich glaube schon, dass wir den Überwachungsmechanismus verbessern. Durch die Zentralisierung und durch die Stärkung der Durchgriffsrechte in der BaFin werden wir auch da einiges nach vorne bringen. Aber entscheidend ist das Bewusstsein, kritischer hinzusehen. Und da hat es, glaube ich, dran gefehlt, auch bei dem Glauben daran, endlich mal einen deutschen Superstar zu haben. Und das hat vielen, das war der Kommentar von Herrn Schäfers, glaube ich, in der FAZ vor 2 Tagen, es hat viele die Augen verschlossen vor den Risiken und letztlich vor der Geschichte, die eigentlich so nicht stimmig sein kann. Viele aus dem Finanzsektor, aus dem sozusagen Kassensektor, die sich mit Zahlungsdienstleistungen beschäftigt haben, haben mir gesagt, mit den Margen kann man eigentlich diese Gewinne nicht machen. Es muss also woanders herkommen. Da haben aber natürlich manche, wenn es nach oben gefeiert wurde, und dann sind wir wieder bei der Kapitalmarktinformation nicht richtig hingeschaut, weil sie gesagt haben, we got the superstar. Und diese Information, die dann praktisch ungefiltert nach oben getragen wird, bis hin in die Banken und die Beratungsunternehmen und sonstige hinein, das war aus meiner Sicht das entscheidende Problem. Ganz eindeutig, also gerade wenn ich jetzt wieder lese, dass ja auch aus der Deutschen Bank heraus ziemlich massiv geschossen worden ist gegen die Financial Times. Also das hatte mich persönlich überrascht, dass man eine so renommierte Finanzzeitung nicht ernster genommen hat. Also das, für mich war das immer klar, dass wenn die Financial Times seitenlange Artikel schreibt mit sehr detaillierten Recherchen, dass da auf jeden Fall man doppelt und dreifach hinschauen muss und dass dort nicht geschrieben wird, wenn man nicht da wirklich handfeste Anhaltspunkte hat. Herr Wilsing, ich würde ganz gerne zu Ihrer politischen, Sie haben das vorhin ja schon mal angerissen, ja, weil ich sehe nämlich auch unsere Zeit, die geht auch, wir haben viele spannende Themen. Also vielleicht kurz eine Antwort auf die Frage, ob Ihrer Meinung nach die BaFin denn jetzt entsprechend besser aufgestellt ist. Und dann würde ich Sie aber dann doch auch gerne fragen, was eben ein neues politisches Szenario und gerade jetzt, wenn man auf die Umfragen guckt, eine mögliche Kanzlerin Annalena Baerbock denn heißen könnte für die deutsche Wirtschaft und die Kapitalmärkte. Also erster Teil Ihrer Frage, Frau Dofel, ich glaube schon, dass jede Art von, wie Herr Professor Hirte schon gesagt hat, von Verbesserung Effizienzsteigerung bei den Durchgriffsrechten der BaFin natürlich den Anlegerschutz erhöht, erstärkt. Die BaFin ist schwer getroffen, das ist ein großer Vertrauensschaden, die werden sich alle am Riemen reißen und werden natürlich versuchen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Aber Herr Hirte hat es ja auch schon gesagt, es wird auch in Zukunft, es gab es auch unter dem angeblich so tollen Regime der SEC, gab es WorldCom und Enron. Das waren genauso vergleichbar grobe Betrugsfälle. Das wirst du nie verhindern können.
Und der vielleicht effizienteste Schutz, ich glaube, es wurde jetzt auch von Herrn Schmidt und von Hirte auch schon gesagt, ist, dass man das Bewusstsein vielleicht auch bei der Besetzung von Aufsichtsratsgremien zum Beispiel schärft. Denn der Aufsichtsrat von Wirecard war nun wirklich von Kumpels besetzt, die nicht genau hingeschützt haben. Das hat sich erst dann mit Herrn Eichelmann so ein bisschen geändert. Dann kam einer, der aus dem DAX-Unternehmen kam da rein und hat relativ schnell gemerkt, hier stimmt was nicht, und hat es dann ja auch dann vorangetrieben. Ich glaube, das ist fast der effizienteste Schutz. Und so sieht es das Aktienrecht ja auch vor, ne, dass die von den Aktionären gewählten Aufsichtsratsmitglieder dem Vorstand auf die Finger gucken. Und das müssen eben die richtigen Leute sein. Ne? Ich glaube, das ist fast der effizienteste Schutz. Was uns die kleine Annalena, die schon so immer schon auch als kleines Mädchen so schön sprechen konnte, was die uns als Bundeskanzlerin bringt fürs Aktienrecht, für die deutsche Wirtschaft, würde ich mir nicht zutrauen zu sprechen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich fürchte, dass das so Sachen sind wie Veränderungen, Abschaffung der Maskulinisierung des deutschen Aktienrechts oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen für sich bis jetzt in Anspruch nehmen, im Aktienrecht und Konzernrecht irgendwie auch nur mitreden zu wollen. Deswegen fürchte ich ganz persönliche Meinung, dass da sehr viel Symbolpolitik gemacht wird an der Sprache, vielleicht hier noch eine Quote, da noch eine Quote, irgendwie hier noch ein Bericht, aber hoffentlich nicht die Hand gelegt wird an ein eigentlich im Gegensatz zu modernen Gesetzen gut ausbalanciertes und auch nach den Reformen UMAG und AROG, jetzt was den Anlegerschutz angeht, eigentlich ganz gut funktionierendes Gesetz gelegt wird. Das hoffe ich, dass sie davon Abstand nehmen. Denn auch die jetzt von diesem Arbeitskreis unter Herrn Klei, der das in der FAZ, glaube ich, in der letzten Woche da angeregt hat, die Vorschläge sind ja minimalinvasiv. Aber ich würde wirklich dringend davor abraten, das Beschlussmängelrecht jetzt einer großen dogmatischen Revision zu unterziehen. Was da rauskommt, betrieben vom deutschen Musterschüleransatz, ist ganz sicher schlechter als das, was jetzt da ist. Da bin ich ganz sicher. Wenn da die deutschen Dogmatiker die Pfeile ansetzen, dann kommt was raus, was schlechter funktioniert, mit denen die Wirtschaft schlechter arbeiten kann, als das, was jetzt da ist. Aber Herr Wilding, wenn Sie gestatten, es gibt zwei sehr, sehr, sehr konkrete Aspekte, in denen sich Deutschland in Bezug auf die Umsetzung von EU-Recht nach unserer Ansicht nicht unbedingt mit als Goldstandardsetzer hervorgetan hat. Das eine ist das Thema im Rahmen der 2016 verabschiedeten Abschlussprüferreform, wo wir in Deutschland den Weg gewählt haben, 20 Jahre als maximale Mandatslaufzeit für dieselbe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zuzulassen und durch ein sogenanntes Joint Audits nochmal zweijährige Terms zu ermöglichen. Das heißt, im Vergleich zu zwar eigentlich vorgesehenen Regelungen, nämlich nach 10 Jahren einen Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft extern vorzunehmen, und auch kleinere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in die Prüfung großer Unternehmen mit einzubinden, um dieses Oligopol aufzubrechen. Da hat sich Deutschland ganz klar dagegen entschieden, hat den Trend zu langjährigen Bestelldauern so weit festgeschrieben, dass es uns als Investoren leider nur möglich geblieben ist, zu sagen, wir sehen das anders. Die DWS hat mittlerweile unsere Abstimmungsrichtlinien so geändert, dass wir nach 10 Jahren einen externen Prüferwechsel fordern, weil es für uns aus den genannten Fällen durchaus zu einer kritischeren, unabhängigeren Prüfung beitragen soll, wenn hier regelmäßig gewechselt wird. Das Zweite ist das Thema Say on Pay. Der Vorschlag, der in Brüssel auf dem Tisch lag und der auch in allen anderen Jurisdiktionen außer in Deutschland im Endeffekt so gelebt wird, ist, dass die Aktionäre ein tatsächlich bindendes Votum hier abgeben können. Was wir in Deutschland haben, ist ein wirklich schlechter Kompromiss auf ein Minimalum, nämlich dass die Maximalvergütung nachträglich angepasst werden kann, wenn sich genügend Aktionäre dazu finden. Es ist nicht mal möglich, ein anderes Vorstandsvergütungssystem als Gegenantrag auf der HV zu präsentieren. Und da, glaube ich, muss man schon konzidieren, dass der Verbraucherschutzgedanke der Eigentümer an der Stelle dann doch, sag ich mal, etwas hinten angestellt wurde und wir ausgerechnet in dieser jetzigen Hauptversammlungssaison 2021 erstmals die Situation haben, darüber abzustimmen und das dann nur ohne Dialog machen können. Das finde ich auch aus den etwas weitergehenden gesellschaftspolitischen Dimensionen keinen guten Weg und wir werden frühestens 2024, 2025 die ersten Vergütungssysteme in der Revision tatsächlich echt diskutieren können. Und da bin ich mal gespannt,
worüber wir uns dann wundern werden. Nämlich, und das sehen wir jetzt schon, zweistellige Millionen Gehälter standardmäßig für Vorstände von DAX und MDAX-Gesellschaften. Und ich glaube, dass das eher einen, sagen wir, größeren Aufschrei tatsächlich herbeibringen wird, wie es teilweise jetzt schon ist, als die tatsächliche Ausgestaltung dieser Vergütungssysteme, die auch immer noch zu komplex gewählt werden, wo man auch sagen muss, das ist so eigentlich nicht notwendig. Herr Schmidt, Sie haben völlig recht. Und wenn ich da reingrätschen darf sozusagen, weil das ein Bindeglied ist, auch zu den Eingangsbemerkungen von Herrn Wilsing zum Goldplating oder Nicht-Goldplating. Einmal in der Tat bei der Wirtschaftsprüferhaftung im Jahr 2016 bei der Reform haben wir die langen Bestellungsdauern gewählt. Ich war selbst Berichterstatter und hatte damals das Gefühl, im Übrigen durchaus wie heute, dass vielleicht die Bestellungsdauer nicht so das Problem sind, sondern das individuelle Fehlverhalten. Weil wir sehen ja auch, und das ist bei Wirecard jetzt auch in der Diskussion, dass wenn sie die Bestellungsdauern ändern, möglicherweise die Gesellschaften sich ändern, aber die Teams nicht ändern, sich nicht ändern, weil die nämlich dann wieder rübergehen. Und deshalb sind wir im Augenblick, das können Sie öffentlich nachlesen, vor allen Dingen auf Twitter, ja auch in der Diskussion zu fragen, ob wir das Naming and Shaming auf die Person oder auf die Gesellschaft beziehen. Nur, dass Sie sehen, das Problem haben wir damals durchaus erörtert. Zweiter ja, Punkt. Aber die Investoren verfolgen ja schon seit Jahren den Anspruch, dass wir wissen, wer der verantwortliche Abschlussprüfer ist und dass in den Testaten klar wird, seit wann die das tun. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften machen es standardmäßig nach wie vor nicht, dass sie reinschreiben, wer prüft und seit wann. Genau, und deshalb wollen wir bei Fehlverhalten an den einzelnen persönlichen Prüfer dran. Und ich kann Ihnen nur sagen, dann sehen wir, wie so oft im Übrigen auch beim Infektionsschutz und bei der Corona-App das Thema Datenschutz, dann heißt es, das verstößt gegen Persönlichkeitsrecht. Und das verstößt dann, das sind wir bei der Sondersituation Deutschlands, was würde ich sagen, wie Handelsregister, Grundbuch und Geldwäscheregister auch alles gegen den Datenschutz. Und deshalb geht das nicht. Das bekommt man dann mit etwas warmeren Worten auch vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sehr deutlich so gesagt. Zweiter Bereich, Say on Pay. Das habe ich nun erkämpft. Da war Goldplating in der Tat vorgenommen, weil die Richtlinie es nicht zwingend so vorsah. Und das, was wir jetzt erreicht haben, war von der Richtlinie nicht vorgegeben. Es war aber immerhin deutlich mehr als das, was vorher seitens des Regierungsentwurfs vorgesehen war. Und man erinnert sich dann doch schon sehr an die Diskussion, wo man dann letztlich seitens meiner Fraktion, andere haben das sich nachher selbst auch ans Revier gesteckt, wo man seitens meiner Fraktion letztlich gegen BDA und BDI gemeinsam kämpfen musste, um eine stärkere Kontrolle von letztlich potenziellen Missbräuchen, denn darum geht es ja der Sache da, hinzubekommen. Aber vielleicht noch den dritten Punkt, weil ja auch die Frage gestellt war und ich mir das auch angesehen habe, was kann bei den Grünen im Gesellschaftsrecht kommen? Wenn Sie sich das Programm angucken, steht da vor allen Dingen ein Punkt drin, nämlich die Gesellschaft für Verantwortungseigentum einzuführen. Und wir hatten in den letzten Monaten dazu eine Form der Diskussion, wo es also um Gesellschafter geht, die letztlich keine Ausschüttungen haben wollen, was die Grünen in ihr Programm zentral reingeschrieben haben. Aber die Diskussion ist natürlich viel weitergehend. Denn da geht es um das, was hier in der Diskussion auch schon eine Rolle gespielt hat, nämlich um die Frage Stakeholderism. Geht es darum, können wir Gesellschaften schaffen, die letztlich überhaupt nicht mehr den Eigentümern dienen, sondern nur noch Stakeholderinteressen, die dann aber sehr unklar festgelegt werden. Da sehe ich eine große Gefahr, auch was die Börsenanpassung angeht, was die europäische Regulierung angeht. Sustainable Finance ist nämlich ein Wort, hinter dem sich sehr, sehr viel verbergen kann. Die deutsche Definition, die nur in Richtung Grün geht, ist völlig anders als die langfristige Diskussion unter dem Gesichtspunkt Altersvorsorge und Risikovorsorge, etwa auf der französischen Seite. Sie brauchen nur das Paradebeispiel zu nehmen. Sustainable Finance ist für französische Unternehmen, wenn sie in Kernkraft investieren. Für deutsche Unternehmen ist das genaue Gegenteil. Und jetzt versuchen sie auf europäischer Ebene, dies unter einen Hut zu bringen. Das wird sehr schwierig. Insofern kommen da schon Ansätze. Und weil wir ja hier auch in einer Runde von Beratern sind, ich musste mich immer wieder mit auch diesen Fragen der Sustainable Finance, der Corporate Social Responsibility auseinandersetzen. Und dann merken Sie bei der politischen Diskussion, Lieferkettengesetz jetzt ganz aktuell, dass Sie auch im, sage ich mal, bürgerlichen Milieu, für das ich ja nun stehe und von dem ich gewählt wurde, viel Verständnis dafür haben, dass da etwas passieren muss. Dass aber nur wenige wissen und nur wenige merken, dass das umzusetzen im Aktienrecht und im Börsenrecht natürlich vor allen Dingen auch Reibungsverluste auslöst und letztlich Beratungsmandate mit sich bringt. Ich erinnere mich noch sehr genau, als wir die CSR-Richtlinie umgesetzt haben, wie mir viele Berater gesagt haben, das sei alles überhaupt kein Problem, das nachzuweisen und zu kontrollieren. Den Nachsatz hat man weggelassen. Wir stellen es Ihnen gerne in Rechnung.
Und darüber habe ich mich dann irgendwann mal lauthals mit Frau Künast gestritten, die gesagt hat, wir wollen das nicht für kleine und mittelständische Unternehmen. Die hat dann gesagt, doch, ich habe viel Sympathie dafür, aber nur dann, wenn es nichts kostet. Und wenn nämlich dann nur weitere letztlich Personen des tertiären Sektors, zu denen wir hier alle gehören, das muss ich ehrlicherweise sagen, die Hand aufhalten, dann tut das demjenigen, ich habe es eingangs gesagt, für die das reale Arbeiten umsetzen wollen, nicht wirklich gut. Darauf müssen wir auch achten. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptanlass. Und jetzt, Herr Professor Hirte, darf ich noch mal ganz kurz, weil nämlich eigentlich unsere Zeit schon zu Ende geht und hier zu Recht in unserem Chat auch steht, werden wir uns auch noch den angekündigten Fragen widmen. Und das würde ich gerne doch noch ganz kurz jetzt tun. Nämlich, Herr Schmidt, wie geht es weiter mit der virtuellen Hauptversammlung? Also natürlich, da ist was aus der Not geboren, aber irgendwie scheint sich jetzt so ein bisschen zu etablieren und festzufahren. Ihrer Meinung nach, wie sieht das aus? Ist das schon ganz gut ausgestaltet worden von manchen? Wo sind die größten Probleme und vor allen Dingen kann es weiter so gehandhabt werden? Also ich versuche in der gebotenen Kürze darauf zu antworten und kann das eingangs sagen, nein. Also für mich ist die virtuelle Hauptversammlung, das ist sowieso ein fehlleitender Begriff, weil virtuell bedeutet tatsächlich interaktiv. Das, was wir haben, ist vielleicht digital, ist vielleicht eine Hauptversammlung im Livestream, aber nichts Interaktives, daher auch nach unserem Dafürhalten nicht virtuell. Die jetzt gerade wieder in den letzten Wochen zutage getretenen Defizite in Bezug auf die technische Abwicklung, in Bezug auf die Problematik des Nachweises der Aktionärseigenschaft im Vorhinein zur Anmeldung der Hauptversammlung und, haben ganz klar den Weg gewiesen, dass das nicht zukunftsorientiert ist, sondern dass das immer noch mit Hürden belegt ist, die tatsächlich nicht aktionärsfreundlich hier sind. Und das spreche ich als institutioneller Investor, der also auf eine gewisse, sagen wir mal, Kapazität auch im Hintergrund zurückgreifen kann. Insofern definitiv bleibt das eine Notlösung. Wir haben ja auch gar keine Regelung, wie es nach 2021 damit weitergehen kann. Das heißt, wir werden zwangsläufig aufs alte Aktiengesetz zurückfallen. Dass sich die Unternehmen jetzt Gedanken darüber machen, digitale Elemente in eine normale Hauptversammlung, in eine Präsenzhauptversammlung mit aufzunehmen, finde ich völlig richtig. Der Dialog soll geführt werden. Dazu stehen wir auch bereit. Aber bis wir tatsächlich eine echte virtuelle Hauptversammlung in Deutschland etabliert haben, das wird sicherlich noch dauern. Also wird aber der Weg Ihrer Meinung nach sofort gesetzt werden das in kommt, irgendeiner Form virtuell? Das kommt sehr darauf an, wo die Bereitschaften auch von Seiten der Emittenten stehen. Denn eins ist ganz klar, die Aktionärsrechte, wie sie im Aktiengesetz vorgesehen sind und damit ja auch grundgesetzmäßig als Eigentumsrechte festgeschrieben sind, die müssen erhalten bleiben und daran dürfen die Aktionäre nicht gehindert werden. Ich darf vielleicht sagen, wir hatten in der politischen Szene diskutiert, ob wir für das Jahr 2022 sozusagen kurzfristig eine Übergangsregelung schaffen könnten. Da gab es eine Gruppe von Aktionärsvertretern auf der einen und Unternehmensvertretern auf der anderen, die zuversichtlich war, ein Ergebnis zu erreichen. Sie haben das Ergebnis nicht erreicht, sodass wir 2022 wieder back to usual oder back to quo ante oder so etwas kommen werden. Ich hatte gehofft, dass man da weiterkommen würde, weil ich gesagt habe, ihr habt ja jetzt eine gewisse Erfahrung. Sicher ist, dass die sogenannte virtuelle Hauptversammlung aus dem Jahr 2020 die Aktionärsrechte über Gebühr verkürzt hat. Ich habe mich ja, die haben das ja mitbekommen, dann dafür eingesetzt, dass wir für 2021 jedenfalls teilweise eine Stärkung vor allen Dingen des Fragerechts hinbekommen. Das ist aber noch nicht ausreichend. Und das ist natürlich genau die Interessenlage, die hier aufeinanderprallt. Das BMJV hat gesagt, wenn wir es im normalen Gesetzgebungsverfahren machen, dann ist 2022 nicht zu erreichen. Wie das sein wird, wenn wir potenziell auch im Jahr 2022 noch in einer Corona-Situation sein sollten und dann auch letztlich noch eine Notgesetzgebung brauchen, das lässt sich im Augenblick noch nicht vorhersagen. Aber weil Sie, Herr Professor Hirte, es ja ansprachen, Professor Bilsing und ich waren ja Teil dieser Arbeitsgruppe und die Diskussionen waren sehr, sehr intensiv, emotional, kann man sogar auch sagen. Aber, lieber Herr Professor Bilsing, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber am Ende war die Zeit zu kurz, den Abstand gut zu überwinden, der auch belastbar, betretbar gewesen wäre. Das ging nicht. Vielleicht noch kurz, bevor wir hier... So habe ich es auch gehört. Bevor wir tatsächlich auch nochmal in die
Bewertung und Delisting-Prozedere einsteigen mit Herrn Weimann. Herr Professor Wilsing, vielleicht kurz noch, was muss denn Ihrer Meinung nach aber unbedingt adressiert werden politisch? Also welche Themen liegen hier auf dem Tisch, mal völlig ungeachtet, wer die Regierung übernimmt? Was muss denn angefasst werden im Aktionärsrecht? Ihr Mikrofon ist nicht an. Herr Professor Wilsing, Ihr Mikrofon ist nicht an. Entschuldigung, typischer klassischer Konferenzfehler. Was das Abschlussprüferrecht angeht, da gebe ich Herrn Schmidt recht, da haben wir vielleicht einen zu zaghaften Weg bei der Umsetzung gefunden, möglicherweise auch beeinflusst von der faktischen Marktmacht der großen WP-Gesellschaften, die da sicher im Hintergrund klare Interessen formuliert haben. Ich glaube, im Anlegerschutzrecht, so jetzt außerhalb des Aktienrechts, kenne ich mich nicht aus. Innerhalb des Aktienrechts, finde ich, ist die Stärkung der Institutionen wie BaFin sicher sehr sinnvoll. Ist über eine verschärfte Haftung der WPs, die so ein bisschen zeitgemäßer auch von den Beträgen liegt, als es im Augenblick der Fall ist, ganz sicher auch nachzudenken. Ansonsten wäre mein Petitum, dass man von solchen Sachen wie Beschlussmängelrecht oder so grundlegenden Rechten die Hände weglässt im Augenblick. Da ist der Zustand aus Praktikersicht, ich mache das seit 30 Jahren, habe ich diese Anfechtungsklagen da gehabt. Ich bin froh, dass das vorbei ist, dass wir jetzt wirklich nur noch Anfechtungsklagen haben, die irgendwo auch eine Berechtigung in Hand und Fuß haben. Aber diese lächerlichen Geschichten, ich konnte mir beim Händewaschen habe ich teilweise nicht verstanden, was gesprochen worden ist. Und das geht dann durch zwei Instanzen. Das ist vorbei. Und das ist ein großer Gewinn. Das ist ein großer Gewinn. Das ist keine Verkürzung von Aktionärsrechten. Ich meine, was man auch immer von den Studien Baums 1 und 2 hält, aber was doch klar gesagt, was man erkennen konnte, dass vor den Aktienrechtsreformen, die das, sag mal, dieses ausufernde Beschlussmängelrecht in den Griff bekommen haben, dass da kein Aktionär wirklich geklagt hat. Dass es ausschließlich die Gruppe von Profis war. Ich habe in meinen ganzen 30 Jahren einmal eine Klage geführt für ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied gegen die Aushöhlung seiner ehemaligen Gesellschaften, weil er seine Altersbezüge da schützen wollte. Das war ganz ungewöhnlich. Es war wirklich mal ein Aktionär, ein kleiner Aktionär, der geklagt hat. Die gibt es sonst nicht. Und dieses Phänomen ist ausgeräumt durch UMAG und AROG I. Und wir haben jetzt einen, finde ich, vernünftigen Zustand im Beschlussmängelrecht. Da wär ich wirklich froh, wenn da, welche Regierung auch immer kommt, die Hände von lässt. Denn es wird schlechter, als es jetzt ist. Herr Hirte, kurz die Lehre aus der Causa oder eine kurze Lehre aus der Causa Wirecard. Also einen Punkt habe ich ja schon genannt, Information, und der ist in der Kürze der Zeit gar nicht angreifbar oder sozusagen anpackbar. Zweitens, ganz sicher, Wirtschaftsprüfer, da müsste genauer hingeguckt werden. Der Kontrollmechanismus hat nicht funktioniert und wir werden auch an die Haftung drangehen. Ich arbeite selbst, das ist aber noch nicht öffentlich, an einem differenzierten Haftungsmodell. Wir haben es ja gerade eben schon gehört. Letztlich ist die Frage, wer diversifiziert hat, braucht mehr Schutz als derjenige, der nicht diversifiziert hat. Wer sein ganzes Vermögen in Wirecard gesteckt hat, der braucht nicht komplett gestützt zu werden, weil er dann wirklich auch Spekulant ist und das auch dann, wenn er Kleinaktionär ist. Und drittens, es gibt natürlich auch Punkte, die bei der Gelegenheit versucht werden zu adressieren, wie die Frage der Trennung von Prüfung und Beratung, die mit Wirecard gar nichts zu tun haben. Das muss man dann auf der anderen Seite ehrlicherweise auch sehen. Aber vor allen Dingen, glaube ich, brauchen wir auch ein Bewusstsein dafür, und das war ja meine Eingangsbemerkung eben, an welchen Stellen sich auch Mechanismen zeigen, die Kurse nach oben potenziell auf der einen Seite mehr nach oben als nach unten treiben. Ja, vielen Dank. Und Herr Schmidt, von Ihnen das Schlusswort zur Hauptversammlung 2022. Wird die virtuell sein? Wie muss sie beschaffen sein? Was ist Ihr dringender Appell? Mein dringender Appell ist, dass die Gesellschaften wieder erkennen sollten, wer ihre Aktionäre sind, welche aktuellen Schwierigkeiten sie haben. Es waren zwei Saisons oder es werden zwei Saisons gewesen sein, in denen man auch Lessons Learned hat machen können. Einige gute Elemente sollte man sich sicherlich bewahren und weiterentwickeln, aber wir werden 2022, gehe ich fest davon aus, wieder Präsenzhauptversammlungen haben. Und das wird dann auch ein Ort, an dem über die Beteiligung der Aktionäre in den vorangegangenen zwei Jahren befunden wird. Davon gehe ich ganz fest aus. Ja, spannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich, meine Herren. Herr Schmidt, Sie sagen damit natürlich auch eindeutig, wir werden dann wieder zurückkehren zu einer Art Normalisierung. Und ich glaube, das wünschen wir uns auf dem einen oder anderen Weg auf jeden Fall alle. Und nicht nur, um die nächste Hauptversammlung live zu besuchen, sondern vielleicht auch, um ein paar andere Dinge zu machen. Herzlichen Dank, meine Herren. Ich weiß, Sie sind uns weiter zugeschaltet. Wir haben hier ein paar Fragen gehabt, auch zur virtuellen Hauptversammlung und die Listing-Frage oder die
Frage zur Bewertung der Delisting-Reform, die nehme ich jetzt mal mit ins Gespräch mit Herrn Dr. Weimann, der jetzt hoffentlich wieder auftaucht. Genau, da ist er. Hallo, Herr Dr. Weimann, freut mich sehr, dass Sie wieder da sind hier auf meiner virtuellen Bühne. Und ich möchte, das hatten wir ja eingangs schon angekündigt, mit Ihnen diskutieren, welche Bewertungsmethoden für ein Unternehmen den inneren Wert besser widerspiegeln. Ist es nun der Börsenwert oder ist es der Ertragswert? Und gerade beim Börsenwert wissen wir ja sehr wohl, dass der unglaublich stark variieren kann. Das sieht man natürlich bei allen Aktien, die Highflyer sind sozusagen. Ja, also auch eine Tesla-Aktie hat da teilweise gravierende Wertunterschiede, aber dann natürlich auch, wenn sowieso spekuliert wird oder aber wenn wie im Fall Wirecard Betrug im Spiel ist. Also, Sie haben eine Studie geschrieben über Ertrags- und Börsenwert. Sie haben empirische Daten ausgewertet. Was genau haben Sie da gemacht? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass man mich auch versteht. Ja, also mit richtig und falsch ist das ja immer so eine Sache bei der Juristerei. Also im Schuljura gibt es das ja noch. Aber im wirklichen Leben geht es dann um Interessen. Und wer begründet seine Interessen besser? Und hier prallen eben bei der Preisfindung immer zwei Standpunkte aufeinander, wie bei jedem Autokauf. Der Hauptaktionär möchte den inneren Wert an einer Aktie möglichst günstig erwerben und der außenstehende Aktionär möchte natürlich einen angemessenen Anteil bekommen. Und besonders schön ist das aktuelle Beispiel von Rocket Internet. Da war ja ein öffentliches Übernahmeangebot zu 18,57 Euro im Vorfeld des Delistings. Wenn man mal die Aktienanzahl verteilt auf das Eigenkapital, so wie es auf den Konten war, wie es greifbar war in der Bilanz, dann kommen wir da schon auf einen inneren Wert von 29 Euro. Und es gab dann eine Kapitalherabsetzung, die dann dazu geführt wird, dass die gleiche Aktie, für die dem Aktionär 18,57 bezahlt wurde, auf einmal gemessen am Eigenkapital 31,66 Euro wert waren. Und da hat dann die Gesellschaft 517 Millionen ausgegeben, die dem Satzungszweck nicht mehr zur Verfügung stehen, aber dann proportional zu einer Wertsteigerung bei den Altaktionären von fast 180 Millionen geführt haben. Und so zeigt sich, meine ich, sehr plastisch, wie die verschiedenen Sichtweisen auf den Wert der Aktie durchschlagen können. Und gut, vielleicht um es plastisch zu machen, ich habe hier mal den Chart nochmal dargestellt. Oh, jetzt sind Sie von Rocket Internet. Also Rocket Internet hat sich ein Jahr vorher abgekoppelt von der allgemeinen Marktentwicklung, gemessen am CDAX, und hat sich da nicht mehr erholt. Also wir sind jetzt gerade dabei, mal rauszukriegen, was da los ist, sei es an kursrelevanten Informationen, sei es also an irgendwelchen Kauforders oder ähnlichen Limitgeschäften. Also über den Börsenwert gibt es durchaus interessante Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man unter dem inneren Wert die Aktien kaufen will. Und so sehen wir das auch in unserer Studie. Kann man also pauschal sagen, dass der Ertragswert der bessere oder der ehrlichere Wert oder die ehrlichere Bewertung eines Unternehmens ist? Also Sie haben ja in jeder Aktiengesellschaft zwei Aktionärsgruppen. Das eine sind die unternehmerisch investierten Aktionäre und das andere die Anleger. Und die Wertverhältnisse kennt der unternehmerisch investierte Aktionär, der auch in den Organen sitzt. Und der Anleger hat natürlich seine Investitionsstrategie. Der will einen Zukunftserfolgswert haben. Wenn er eine Aktie kauft, überlegt er sich, wie entwickelt sich der Kurs, welche Chancen hat die Gesellschaft, bekomme ich mehr Dividende? Und der innere Wert, der ergibt sich natürlich nur aus dem Ertragswertverfahren, wenn man in die Bücher in der Gesellschaft guckt und das mal hochrechnen kann. Der Börsenwert kann natürlich nur die Informationen reflektieren, die zur Verfügung gestellt werden. Und das haben wir ja auch bei Rocket Internet gesehen. Dann gab es doch eine ganze Reihe von kursreduzierenden Informationslagen, auch bei Tochtergesellschaften von Rocket Internet. Nun war ja gerade eigentlich das Delisting und die Ankündigung des Delistings von Rocket Internet interessant, überraschend, weil das ja eigentlich ein Unternehmen ist, von dem man gedacht hat, das wird irgendwann mal noch eine goldene Zukunft sehen an der Börse, wenn man sich einfach die Entwicklung vieler anderer Technologieaktien anschaut. Was genau passiert denn eigentlich bei einem Delisting und wie kann ein Aktionär geschädigt werden? Also wenn man sich das jetzt mal versucht, theoretisch anzuschauen, beziehungsweise wenn ich erfahre, ich habe eine Aktie in Depot und die soll jetzt von der Börse genommen werden, wie laut müssen meine Alarmglocken klingeln?
Na gut, das kommt jetzt ganz darauf an, was für ein Aktionär Sie sind. Also wenn Sie eine Fondsgesellschaft sind, die unter das Kapitalanlagegesetzbuch fällt, dann verpflichtet der 194 Sie dazu, diese Aktien zu verkaufen. Das heißt, wenn Sie Fondsmanager sind, gewisser Fonds, dann müssen Sie rausgehen. Und wenn Sie dann davon ausgehen, Rocket Internet, siehe Bilanz, man hat einen inneren Wert allein schon aufgrund der Bilanz von 29 Euro und Sie bekommen nur 18 Euro dafür, dann ärgern Sie sich da natürlich. Und gut, Kleinaktionäre oder aktivistische Fonds, die nicht verkaufen müssen, die können sich dann überlegen, ob es irgendwann nochmal einen Unternehmensvertrag gibt oder ein Squeeze-Out und es dann zu einer Wertsteigerung kommt. Die können natürlich drinnen bleiben, die kann man auch nachkaufen. Aber das ist eine sehr schwierige Situation. Eine Aktie, die nicht verkaufbar ist, ist tot. Da können Sie über eBay oder Valora versuchen, einen Käufer zu finden. Gut, in Hamburg wird das auch gehandelt. Aber da sind die Umsätze vergleichsweise gering. Und das ist noch wichtiger, es fehlen Informationen. Es gibt ja, je nachdem, an welchem Handelsmarkt man notiert ist, gibt es ja Zulassungsfolgepflichten, die auch Informationen umfassen. Und man kann sich bei dieser Informationslage ein viel genaueres Bild machen. Auch potenzielle Käufer, die auf steigende Unternehmenswerte setzen, können so noch die Potenziale nach oben besser erkennen. Und ohne diese Informationsseite, über die ja auch im ersten Teil gesprochen wurde, hat die Aktie eigentlich nur eine sehr eingeschränkte Perspektive. Sie haben ja auch im Zusammenhang mit Rocket Internet ein Verfahren angestrengt, eben genau aus den Gründen, die Sie ja jetzt auch schon genannt haben, nämlich, dass aus der Bilanz ein wesentlich höherer Wert ersichtlich war. Wie ist das gelaufen und wie ist es zu Ende gegangen? Also wir haben da eine Anfechtungsklage gemacht. Das war jetzt ein Freigabeverfahren Ende März, die mündliche Verhandlung. Das Kammergericht hat dann abgewiesen. Nach einer sehr langen Verhandlung, hat nochmal 3 oder 4 Wochen gebraucht für die Urteilsbegründung. Vor dem Termin waren fast 3 Monate Zeit, also man hat schon sehr viel Zeit gehabt, um das abzufassen. Und den wirklich spannenden Punkt, den wir hier aufgeworfen haben, den hat man eigentlich gar nicht reflektiert. Nicht? Die Gesellschaft muss 517 Millionen ausgeben, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks nicht mehr zur Verfügung stehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite partizipieren unternehmerisch investierte Aktionäre mit einer Werterhöhung gemessen am Eigenkapital um 180 Millionen. Wir halten das für einen interessanten Fall, um diese Linotype-Rechtsprechung weiterzuentwickeln, nämlich die Interessenlagen der Gesellschaft müssen miteinander abgewogen werden. Und wenn hier eine Aktionärsgruppe sich zum Nachteil der eigenen Interessen und zum Nachteil der anderen Aktionäre durchsetzen kann, ist das nicht im Sinne weiter Kreise, die an Aktien AG beteiligt sind. Das zeigt aber auch auf, wo weitere gerichtliche Kontrolle erforderlich ist. Der Listing-Beschluss ist gegenwärtig kontrollfrei. Nicht? Der Vorstand beschließt das mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Sie haben keinen Hauptversammlungsbeschluss mehr. Es ist sehr schwierig, solche komplexen Fragen dann gerichtlich klären zu lassen. Das Spruchverfahren greift auch nicht, weil der innere Wert nicht mehr ermittelt wird. Was heißt das? Was heißt diese Situation, die wir aktuell haben und eben die Bewertung nach Börsenwert für die Aktionärskultur in Deutschland und auch für den Finanzplatz Deutschland? Das ist ja letztlich auch wieder ein Hasenfuß. Also wir haben ja 111 die Listing-Verfahren bewertet. Also wir haben dazu sämtliche Kursdaten genommen, ausgewertet, die wir bekommen konnten, teilweise in unendlichen Zeitfolgen zurück. Kursdaten heißt jetzt Umsätze und Kurse. Und wir sehen ganz deutlich, dass also mit der Ankündigung des Delistings sich diese Werte ganz schnell abkoppeln von der allgemeinen Marktentwicklung. Gleichzeitig nehmen die Umsatzzahlen zu. Nicht? Das heißt, wir gehen davon aus, dass die unternehmerisch investierten Aktionäre die Chance sehen und natürlich unter dem inneren Wert zukaufen. Wir sehen aber auch, dass dadurch also erhebliche Verluste für die Aktionäre eintreten. Und besonders spannend von diesen 111 Fällen sind 27 Fälle, bei denen nämlich der Delisting anschließend an Spruchverfahren gefolgt ist. Sei es wegen BOG, also Unternehmensvertrag, sei es wegen Squeeze-Out. Und wenn wir diese 27 Fälle sehen, dann gab es also bei 20 Fällen höhere Abfindungen und im Durchschnitt 77% höher. Das heißt, wenn man nur auf den Börsenwert abstellt, ist der Unternehmenswert um 77% tiefer, als wenn man den Ertragswert nimmt. Und die Zahlen stehen auch auf der Homepage von meinem Verein. Das kann sich jeder ansehen.
Und da kann natürlich jeder sich auch seine Investitionsstrategie zurechtlegen. Wie kommt es dann, dass das Problem nicht etwas grundsätzlicher geklärt wird? Warum wird dann immer noch am Börsenwert festgehalten, auch juristisch? Also der gegenwärtige Rechtsstand ist, dass im Ertragswertverfahren der innere Wert ermittelt wird. Das ist ja auch das, was das Grundgesetz mit dem Aktieneigentum abdeckt, was auch das Bundesverfassungsgericht in der aktuellen Rechtsprechung macht. Wenn man mal genauer die Entscheidungen sich durchsieht, sieht man auch den Vorbehalt, dass das Bundesverfassungsgericht klar und deutlich sagt, wenn es beim Delisting zu Kursverlusten kommt, dann muss man das nochmal überdenken. Und der Börsenwert wird nur als Wertuntergrenze reflektiert, nämlich bei der Frage, gab es eine reelle Möglichkeit, die Aktien günstiger zu einem höheren Börsenwert zu verkaufen? Das ist eine Wertuntergrenze. Gut, wenn wir uns die Zahlen ansehen, dann sehen wir auch, worum es eigentlich geht. Und ich persönlich bin der Meinung, man sollte im Aktienrecht wie im Steuerrecht die Dinge einfach mal durchrechnen, um überhaupt zu verstehen, worüber man redet. Nicht? Wir reden, wenn der jetzt diskutierte Wechsel zum Börsenwert kommt, also um ganz einschneidende Reduzierung der Unternehmenswerte. Wessen Interesse ist das? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also die industrielle Revolution hatte ja zwei Faktoren, Elektrizität und Aktie. Und Aktie heißt auch Teilhabe weiter Bevölkerungskreise an den Sachwerten, die eine Volkswirtschaft trägt. Und der Steuerzahler hat so auch die Möglichkeit, für die Infrastruktur, die er hinstellt, dann zu partizipieren, wenn in dieser Infrastruktur börsennotierte Gesellschaften in ihren Werten steigen. Und wenn wir jetzt im Ergebnis nicht mehr auf den Ertragswert absetzen, sondern auf einen Börsenwert, der, wie das Beispiel Rocket Internet zeigt, deutlich unter den inneren Werten liegt, dann schneidet man weiten Anlegerkreisen den Zugang zu Sachwerten ab. Die Aktie ist der Sachwert des kleinen Mannes. Anders als eine Immobilie kann man sie jederzeit verkaufen. Und diese Möglichkeit gibt es dann nicht mehr. Welche Erwartungen oder bleiben wir nochmal noch einen Moment bei der Vermögenssituation, weil da haben Sie auch einen ganz interessanten Vergleich festgestellt, wenn Sie sich andere Länder in Europa anschauen. Stichwort Sachwert, Stichwort Vermögensbildung. Wie sind die deutschen Haushalte da aufgestellt im Vergleich zu anderen Haushalten in Europa? Also ich will da nicht so in die Einzelheiten gehen. Wir haben also in unserer empirischen Studie das im ersten Teil mal aufgezeigt. Worüber reden wir denn überhaupt? Und da kann man, es gibt von der Credit Suisse zum Beispiel den Global Wealth Report, die also weltweit für 60, 80, 100 Volkswirtschaften die Eckdaten untersucht haben. Und da sieht man sehr deutlich, dass das Privatvermögen der deutschen Haushalte viel geringer ist als das Privatvermögen zum Beispiel von Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich. Diesen ganzen Mittelmeerländern ist das Privatvermögen, das Privatbarvermögen deutlich höher. Und wenn man die Relation bildet zwischen Bruttosozialprodukt und Aktieneigentum, dann stehen wir in einem weiteren Ranking direkt neben Vietnam. Und das zeigt ja, dass man sich doch mal ganz ernsthaft Gedanken machen muss, ob man über die Aktien nicht weiten Bevölkerungskreisen Zugang verschafft zu Sachwerten, zu dem Potenzial von Wertsteigerungen, zu Dividenden. Auch das Stichwort Versorgungslücke gehört hierhin. Die Frage, werden die Reichen reicher und die Armen ärmer? Also wenn man die Aktie stärker öffnet für weite Bevölkerungskreise, ist das für uns alle sehr hilfreich. Wie könnte das funktionieren? Denn theoretisch kann man doch eigentlich einfach hingehen und sich ein Depot aufmachen und eine Aktie kaufen. Das kann ja jeder von uns tun. Ja, das kann jeder machen. Man kann natürlich da auch Fonds schaffen. Es gab ja 1970, 71 mal, also im Bundestag, auch konkrete Entwürfe, die auch Herr Schröder nochmal in einer Rede gebracht hat. Den Burfeld-Entwurf, wo man eben auch überlegt hat, wie könnte ein deutscher Staatsfonds funktionieren, aus dem heraus Renten bezahlt werden. Und das kam dann nicht zustande, weil die Gewerkschaften sich Sorgen machten wegen der Ausübung der Stimmrechte in dem Aufsichtsrat. Aber wenn wir einen solchen Staatsfonds hätten, wie ihn ja auch Norwegen hat, wenn man das in den 70er Jahren gemacht hätte, dann müssten wir heute nicht über die Rente reden. Und das zeigt, wie weit dieses Thema greift. Und dass man sich viel deutlicher überlegen muss, was könnte man denn mit der Aktie machen. Sei es also in der Gesamtkalkulation der Altersvorsorge, sei es im verfügbaren Privatvermögen für einzelne Haushalte. Würden Sie sagen, es gibt da Hinderungsgründe, dass die Politik sich nicht rantraut an das Thema?
Ja, also es gibt ja überall starke Partikularinteressen und man ist einfach noch nicht so weit, dass man das will. Auch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ermöglichen ja auch den Zugang zur Aktie. Aber gut, über die relevanten Interessen und warum es nicht funktioniert, also da kann man jetzt lange philosophieren. Aber gerade jetzt in dieser Situation, also wir sind, glaube ich, auch politisch in einer spannenden Phase. Es ist ja vorhin in der Podiumsdiskussion schon kurz angeklungen, ja, die Umfragewerte, wenn man sie momentan weiter denkt, dann könnte das tatsächlich große Veränderungen bedeuten, auch in der Bundespolitik. Aber welche Aufgaben müssten Ihrer Meinung nach dringend bearbeitet werden, letztlich egal von welcher Bundesregierung? Was würden Sie gerne Herrn Hirte, der uns ja sicherlich auch noch zuhört, mitgeben, so wie ein Wunschzettel nach Berlin? Ja, die Frage ist ja, warum haben die Deutschen keine Aktien? Und da gibt es ja auch demoskopische Erkenntnisse. Das Institut für Demoskopie in Allensbach macht seit über 10 Jahren, 15 Jahren den Vertrauensreport für Roland Rechtsschutz. Und wenn man sich mit der Vertrauensfrage, welcher Institution vertraut man, kann man ja jede Volkswirtschaft vermessen, wie, in welchem Zustand sie ist. Also Polizei und Militär haben in Lateinamerika und Afrika ein anderes Ansehen als bei uns. Und bei uns sind große Wirtschaftsunternehmen seit über 10 Jahren immer das Schlusslicht, mal von einer Ausnahme abgesehen. Ganz oben in der Skala sind kleine Unternehmen, mittlere Polizeigerichte. Und das, glaube ich, ist die Kernfrage, die man sich stellen muss. Warum sind die großen Wirtschaftsunternehmen im Vertrauensindex das Schlusslicht? Das sind die Leistungsträger, die viele Steuern zahlen, die viele Arbeitsplätze haben. Und solange sich die nicht nach oben bewegen, sehe ich auch keine Änderungen in der Aktienkultur. Und hierhin gehört zum Beispiel Wirecard, sind 22 Milliarden weg. Alle sind unschuldig, keiner kann eine Erklärung geben. Ganz anderen Skandale, Telekom, neuer Markt, die gehören ja auch alle hierhin. Die Anleger, die Privatanleger tradieren die Anlagestrategien. Also wenn der Großvater beim neuen Markt viel verloren hat, wird er dem Enkel nicht sagen, kauf SAP oder Wirecard. Also hier glaube ich, ich muss mal ein ganz deutliches Zeichen gesetzt werden, so zu einem greifbaren Anlegerschutz, sei es über eine vernünftige Informationshaftung, sei es aber auch über einen sinnvollen kollektiven Rechtsschutz, der auch eine Leistungsklage beinhaltet und wo auch nicht noch irgendwelche Verbände vorgeschaltet werden. Dann haben Sie doch wieder die ganzen Verbandsinteressen. Sind die Leute überhaupt kompetent genug? Also auf diesem Feld, glaube ich, muss man da Spielräume schaffen. Und ein gutes Beispiel ist China. Das hat jetzt das System der USA übernommen vor ein paar Jahren und auch mit großem Erfolg. Also hier sollte man mal Scheuklappen fallen lassen und überlegen, wie erreicht man, dass die großen Wirtschaftsunternehmen nicht mal das Schlusslicht sind. Was sind die Ursachen und was muss man tun, um diese Ursachen zu bekämpfen? Und an einem wirksamen Anlegerschutz und einer positiven Darstellung der Aktie, auch in Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, führt da meines Erachtens kein Weg vorbei. Ist natürlich ein unglaublich weites Feld. Da müsste sich tatsächlich vieles ändern. Und möglicherweise muss man tatsächlich immer wieder darauf hinweisen, dass der erste Schritt für jeden Einzelnen daran teilzuhaben, die Finanzbildung ist, sich selber zu informieren. Und dann kann man vielleicht auch selber die Schritte wagen, für die ansonsten eben das kollektive Programm her müsste. Ich würde Ihnen, auch wenn es gerade so ein bisschen aus dem Zusammenhang ist, bevor wir zum Ende kommen, noch eine Frage gerne weitergeben, die hier im Chat steht, nämlich die Bewertung der letzten Delisting-Reform. Na gut, also was heißt Reform? Also man hat in den 39 Börsengesetz die Pflicht aufgenommen, also ein Übernahmeangebot abzugeben. Und das gilt natürlich nur für den regulierten Markt. Und das hat zur Folge, dass also viele Unternehmen vom regulierten Markt in den Freiverkehr wechseln. Und da muss man kein Übernahmeangebot abgeben. Man hat also den gleichen Status wie bei der Foster-Entscheidung. Also faktisch ist das ein Placebo. Also auch die ganzen Mechanismen, dass man unter Umständen da eine eingeschränkte Informationshaftung hat, greift auch nicht. Das ist sehr schwer, an die Tatsachen ranzukommen. Also ich als Anwalt könnte keinem Anleger empfehlen, dieses Rechtsinstrument anzuwenden, weil es einfach viel zu kompliziert ist und schon an der Tatsachenfrage scheitert. Also ich meine, das jetzige Delisting ist genauso wie das Delisting vorher. Was wir aber ganz deutlich sehen, das Delisting hat an Relevanz gewonnen. Also vor der Foster-Entscheidung gab es praktisch keine Delisting-Fälle. Und mit Foster wird Delisting vorgeschaltet. Also vor einem Squeeze-Out, vor einem Unternehmensvertrag kommt das Delisting.
eben auch mit dem Ziel, über den 194 Kapitalanlagegesetzbuch bei den ganzen Fonds erstmal die Aktien einzusammeln, die also nur in börsennotierten Gesellschaften sein dürfen. Das ist ein guter Deal. Man kommt unter dem inneren Wert dran und man zahlt dann 60-70% nur an die, die drinnen bleiben. Also das ist natürlich eine völlige Verzerrung des Kräfteverhältnisses in einer Aktiengesellschaft. Und das sollte man sicherlich beseitigen. Und wenn man jetzt auch den Fall Rocket Internet sieht, natürlich muss das Delisting auch auf einen gerichtlichen Prüfstand gestellt werden. Also es ist sicherlich falsch, dass also eine Aktiengesellschaft 514 Millionen ausgeben muss, die nicht mehr den Satzungszahlen zur Verfügung stehen und umgekehrt dadurch einzelne Aktionärsgruppen einen Vermögenszuwachs haben. Also sowas sollte sicherlich auch... Ich fürchte, jetzt ist die Verbindung ein bisschen schwierig, Herr Weimann. Sie sind eingefroren. Ich würde sagen, ich hätte Ihnen eigentlich gerne noch, oder wir versuchen das vielleicht, ich stelle Ihnen noch eine letzte Frage, nämlich wie wichtig sind eigentlich steigende Börsenkurse für die Aktienkultur oder andersrum gefragt, das hatten wir nämlich vorhin auch schon mal ganz kurz das Thema, kommen wir irgendwann dahin, dass es eben Anleger dann auch als normal akzeptieren, dass es eben auch Phasen nicht steigender Kurse gibt, weil es ist ja schon interessant, dass ausgerechnet jetzt eben in diesem Corona- oder Post-Corona-Boom, wo die Kurse steigen, die Menschen wieder angelockt werden. Und da muss man sich natürlich wirklich fragen, für wie lange und könnte das wieder ein jähes Ende nehmen? Ja gut, die Börse hat zwei Richtungen und das muss auch für weite Anlegerkreise erkennbar werden. Und deshalb ist es wichtig, dass die Leute einen Zugriff behalten zum inneren Wert. Und den inneren Wert verkörpert der Ertragswert, verkörpert belastbare Informationen, wo man auch Schadenersatz klagen kann, wenn nicht richtig informiert wird. Und wenn diese Verbindung zum inneren Wert gekappt wird, dann verliert man natürlich den Anker in jeder Unternehmensbewertung. Dann ist man ein Spielball der Nachrichten, der Unternehmensnachrichten, die dann den Börsenkurs prägen können. Ja, sehr, sehr spannend, sehr spannend. Das sind alles, glaube ich, relativ dicke Bretter. Mal gucken, was noch passieren kann jetzt in diesen letzten Monaten der laufenden Legislaturperiode. Das ist natürlich auch alles sehr stark, muss man sagen, Corona überschattet. Das bindet viele Kräfte. Und was dann beim nächsten Mal im Angriff genommen werden kann und vor allen Dingen, wer es dann in Angriff nimmt. Also lieber Herr Dr. Weimann, auch für Sie natürlich der virtuelle Applaus ist Ihnen gewiss, hoffentlich irgendwann wieder in echt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, ich würde gerne jetzt nochmal Herrn Peres aufnehmen. Wer noch was nachlesen möchte, das steht alles auf unserer Homepage von dem schönen Verein, also der Verbraucherzentrale für Kapitalanleger. Da kann man also auch sich Kurzfassungen runterladen, wo man die ganzen Daten mit nach Hause nehmen kann. Also wir haben das sehr transparent gemacht. Also jeder Cent wird vorgerechnet. Ja, vielen Dank. Also Sie müssen nicht mein Buch kaufen. Sie kriegen die Kernsachen auch so. Das war ein wichtiger Hinweis. Also der Informationslust auf jeden Fall steht nichts im Wege. Das sind nur ein paar Klicks. Herzlichen Dank, Herr Weimann und Herr Peres. Jetzt bin ich ganz gespannt, was Sie aus diesen vielen Fäden, die wir hier aufgegriffen haben, für ein Fazit ziehen. Und natürlich würde ich von Ihnen dann auch noch gerne wissen, welche Erwartungen Sie an eine neue Bundesregierung haben. Es ist, glaube ich, einfacher Erwartungen zu formulieren, als zu überlegen, wer könnte sie denn am Ende umsetzen. Das ist momentan wirklich ziemlich ungewiss. Stimmt. Also ich finde, dass wir hatten einen wirklich guten Austausch. Wir haben viele Themen angesprochen. Was für die Zukunft wichtig ist, ist, glaube ich, dass, wenn wir jetzt an den Gesetzgeber uns wenden, dass der Gesetzgeber einfach den Punkt sieht, dass jeder Einzelne auch die Möglichkeit haben muss, für sich Vermögen zu schaffen, für sich eine Altersvorsorge aufzubauen und dass nicht alles nur sozusagen qua Gesetz vorgegeben werden soll oder Rente oder praktisch in einer gewissen Abhängigkeit geschehen soll. Wenn wir das nicht machen, dann sehe ich eigentlich große Probleme auf die Freiheit zukommen. Ich halte Aktienbesitz eigentlich auch als äquivalent und als Zeichen der Freiheit. Und das brauchen wir ganz dringend. Wie die neue Regierung aussieht, das wissen wir noch nicht. Ich habe das Wahlprogramm der Grünen daraufhin studiert, ob da irgendwie für Aktionäre oder in diese Richtung Vermögensbildung etwas getan wird. Ich habe da nicht so viel gesehen, bin aber im Austausch mit den Grünen darüber. Bestimmt auch andere, die sich für die Aktionärsinteressen einsetzen. Und wir glauben, dass da noch
bestimmt noch etwas konkretere Dinge reinkommen, weil ein konkretes Wahlprogramm ist es noch nicht so in der Form. Was von den anderen Parteien, da sind auch gute Ideen gekommen. Wir wissen natürlich von Herrn Hirte und der CDU, dass sie die Interessen der Minderheitsaktionäre immer im Auge haben. Die FDP hat gerade die Idee des Aktiensparens wieder ins Gespräch gebracht. Da bin ich ein großer Freund von. In den USA haben sehr viele Angestellte einfach einen sogenannten 401k. Das ist ein Aktiensparplan, der von auch von dem Arbeitgeber unterstützt wird und steuervergünstigt ist. Und die Menschen dort denken auch aktiv über Aktienanlage nach, auch wenn sie in Fonds investiert sind. Das ist bei uns alles noch ein bisschen unterentwickelt. Sie haben das gesagt, Frau Dofe, die Finanzbildung ist wichtig. Ich glaube, wenn man das auch als Staatsaufgabe sehen würde, wäre auch nicht falsch. Also es sind sehr viele Dinge, um diese Schleife, das sind Aktionäre in Deutschland willkommen, umzudrehen oder die Frage gar nicht mehr zu stellen, sondern zu sagen, ja, sie sind es, weil sie ein Teil der Gesellschaft sind. Und wir wollen das nicht als Exklusivveranstaltung für ein paar Leute, sondern das soll etwas Allgemeines sein und eigentlich allen helfen. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch gute, unterschiedliche Ansätze. Natürlich konnte man auch in unserem Panel, denke ich mal, gut durchhören, wer aus welcher Perspektive diskutiert. Das ist natürlich völlig normal. Und es ist sicherlich auch viel passiert in die richtige Richtung zum Schutz der Aktionäre auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt natürlich, dass die Situation mit Wirecard, dass natürlich es auf jeden Fall offene Flanken gibt, dass der Betrug immer um sich greifen kann und dass natürlich jeder Einzelne dann auch versuchen muss, sich dagegen zu schützen. Das ist sicherlich auch der wirkungsvollste Weg. Auch an Sie, herzlichen Dank. Sie waren unser Gastgeber heute sozusagen und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, genauso wie allen anderen, die uns sicherlich zuhören, auch wenn wir Sie nicht sehen können. Und ich kann für mich nur sagen, ich trage gerne, da ist Herr Schmidt vor der Skyline, wie die aufgehende Sonne, wunderbar, vielen Dank, da sind Sie wieder. Ich kann für meinen Teil nur sagen, dass ich natürlich versuche, jeden Tag etwas beizutragen zum Finanzwissen. In der Telebörse ist auch immer nur kurz, aber wir versuchen zumindest für ein bisschen Verständnis zu sorgen. Herr Hirte ist auch wieder da. Bin gespannt, was dann auch die Arbeit mit den Aktionären für Sie mit sich bringt in der nächsten Legislaturperiode. Herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag. Danke an Sie, Frau Dofel, für die tolle Leitung. Danke, schönen Nachmittag. Bis bald. Tschüss.